immerwährender Winter liegt über dem Eiswindtal. Auril zieht jeden Abend übers Firmament, hinterlässt eine undurchdringliche Dunkelheit. Menschen in Angst und Sorge, ihrer Lebensgrundlage beraubt. So liegt es da, in der Kälte, in der Dunkelheit. Mutige Helden, folgt dem Ruf aus dem Norden, dem Grat der Welt. Stellt euch den Bestien, den Gefahren, befreit uns aus dem Griff der ewigen Nacht. Und damit sind wir online. Hallo und herzlich willkommen bei den Schlachtenwütern. Wir spielen heute Dungeons & Dragons Rime of the Frostmane weiter. Wir befinden uns in Kerkonic. Unsere tapferen Recken sind dort angekommen, haben festgestellt, dass einige Sachen dort verschwunden sind. Ein paar Ziegen, eine magische Laterne, Perlenschmuck und ähnliche Dinge. Und unsere Gefährten wollen nun der Sache auf den Grund gehen. Und diese Gefährten sind im Detail ganz oben der Lars, der den Kyralon verkörpert. Hallo. Darunter haben wir unsere Lorca Graurock, die von der Lotte gespielt wird. Hallöchen. Darunter haben wir unseren guten Henning, der wieder da ist, der letztes Mal ausgefallen ist und zum Glück wieder wohlbehalten da ist. Hi Henning. Hallo. Er spielt den Nicoli Dulac und darunter, last but not least, haben wir unsere Julia, die Tia spielt, eine Waldläuferin vor dem Herren. Hallo. So. Ja, ich hatte euch gerade schon in der Pre-Show begrüßt. Moin moin ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen. Es wird wieder spannend heute. Ich bin gespannt, was heute alles so passiert. Und wir tauchen ein ins Eiswindtal. Ihr steht in Kerkonic. Habt ihr die Karte? Ja, sogar unten reingelegt. Das ist ja großartig. Nee, warum? Moment, ich muss erst die Kerdineball. So, wir sind in Kerkonic. Ich gebe euch da nochmal die Karte der Stadt frei. So, und dann seid ihr direkt da drauf. Bitteschön. Und das können wir uns jetzt mit dem da reinziehen, ne? Bing! Nichts. Mit dem Drachenkopf, ne? So, Nabend, Yannick. Gut. Der Programmdirektor. Ja, Herr Programmdirektor ist da, genau. Der Chef guckt zu. So, der kontrolliert uns bei der Arbeit. Ja, es ist jetzt später Abend. Was habt ihr vor, Kerkonic? Ja, ich würde sagen, erstmal das Übliche. Eine Unterkunft suchen, wenn es spät abends ist. Müssen wir irgendwie, es ist ja sehr kalt. Das haben wir schon erledigt. Ach, das ist schon erledigt? Mhm. Das Letzte, was wir gemacht haben, war bei der Frozen Far Expeditions nachzufragen, weil bei denen die Perlen geklaut wurden. Und was, die haben was ist? Und eine, also das ist so eine, also so ein Veranstalter für Expeditionen. So, den kann man buchen als ja, Führer genau. Oder so. Und verkauft auch Equipment da, so für solche Sachen. Und der kauft immer irgendwelche Sachen von den Zwergen, die ein bisschen weiter nördlich leben. Aber wir sind eben nördlich untergekommen, ne? Im The Northern Light. Northern Light. Ja, genau. Das kann sein, ja. Ich glaube, wir hatten gerade da gecuttet, wo ihr in die Taverne gegangen seid und dieser Halbelf oder Elf euch diesen Bierkrug in die Hand gegeben hat. Kann das sein?
Da kann ich mich noch grob dran erinnern. Doch, ihr seid reingekommen und der hat euch einen Bierkrug in die Hand gedrückt. Weiß ich nicht, hab ich mir nicht aufgeschrieben. Ach, das war der, der in die Ziegen geklaut wurde, ne? Glenn hieß der. Das kann gut sein. Ich hab noch keinen Glenn kennengelernt, glaube ich. Glenn Fiddich, oder? Genau. machen wir einmal die Tavernenmusik an. Und dann schauen wir einmal weiter. Genau, also ihr seid in die Haken, Schnur und Senker gekommen und dort steht halt am Eingang direkt ein Tresen, wo jeder, der reinkommt, ein Bier in die Hand gedrückt bekommt. Und das findet ihr schon mal sehr gut, denn ihr kommt ja gerade aus Kerdinewall, wo es halt gar kein Bier gab. Und hier steht es plötzlich und er sagt, nehmt euch, das ist umsonst. Das erste Bier ist ein Willkommensbier, lasst es euch schmecken. Nehmt Platz, genießt den Abend unter Freunden und genießt das Feuer. Was ist denn der Anlass für das Freibier, wenn ich fragen darf? Das gibt's hier immer. Ach, großartig. Das ist ja seltsam. Ich weiß nicht, ob wir das annehmen sollten. Das ist doch bestimmt, da ist doch bestimmt irgendwo ein Haken dran. Ach was, immer her damit. Köstlich. Ich nehme meins, aber gucke den ganz skeptisch an, denke mir. Wer hier so einfach Bier verschenkt, kann nicht ganz mit rechten Dingen zugehen. Ich setze erstmal mein Bier an und nehme einen kräftigen Schluck zu. Ich rieche ihn auch vorher mal dran. Das ist gutes Zwergenbier, ja. Es ist sehr vollmundig, ein bisschen herb, nicht zu herb. Genau wie ich es mag. Genau. Dann gucke ich mir den Nikoli genauer an, ob der vielleicht gleich tot vom Stuhl kippt oder so. Also meine Liebe, ich kann es nur empfehlen. Es ist von großer Köstlichkeit, vollmundig, ein wenig herb, aber nicht zu herb. Es ist großartig. Ich glaube, Nikoli ist auch so eine Art Vorkoster, ne? Ja, der hat alles direkt in den Mund, also gucke ich lieber mal. Ja, ihr sucht euch alle einen Platz, habt alle ein Bier dabei, ob ihr es nun trinken möchtet oder nicht. Das sei mal dahingestellt und ihr sucht euch dann einen Platz und setzt euch halt dahin und guckt euch erstmal ein wenig um. Lass uns mal ein bisschen Rollenspiel hier. Ja, spielt doch. Gibt es denn auch was zu essen? Ihr guckt euch um, einige der Leute haben schon Knöchelkopfforelle vor sich liegen, überraschenderweise. Und dann kommt eine junge Frau halt rein und bringt so eine Schwarte, wo ihr euch denkt, boah, richtig leckeres Fleisch und dem stellt halt einem so einen riesen Schnitzel. Ist das auch umsonst? Ja, ihr seht, wie er seine Geldkatze rausholt und halt bezahlt dafür. Ich spreche die mal an. Holde Maid. Also ich sehe hier verschiedene Köstlichkeiten und ich muss zugeben, nach unserer Reise, der Magen knurrt schon ein wenig. Was gibt es Gutes denn in diesem Hause zu essen? Schwafelt ihr immer so viel rum? Ansaget mir frisch. Wir haben das, was der Herr da bekommen hat, ist ein Walross-Schnitzel. Walross-Schnitzel? Oh, hab ich noch nie gegessen. Na, sehr fettiges Fleisch, aber macht satt und hält warm. Hört sich gut an. Dann werde ich mir da mal eine Portion bestellen. Etwas sauer im Geschmack. Wir servieren es gerne mit Knödeln und Kohl. Sauerwalross. Ja, möchte noch jemand etwas von Ihnen essen? Für mich die Forelle, bitte. Die Forelle. Ja. Und die anderen Herrschaften? Knöchelkopfforelle. Haben wir nicht erst im Mausern Leid was gegessen? Weiß ich nicht mehr. Wer weiß, wann wir wieder jetzt was bekommen. Jetzt habe ich Hunger. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, ich glaube, eigentlich hattet ihr im Mausern Leid was gegessen, aber es riecht halt gut. Das ist schon wieder eine Woche her, also ich habe jetzt Hunger. Ach, essen wir ein bisschen auf Vorrat, kann ja nicht schaden. Und wenn wir wirklich in den Norden aufbrechen, ist es gut, wenn wir uns gut gestärkt haben vorher. Eine Speckschicht anessen. Ich hätte ja gerne eine Ziegenmilch. Eine Ziegenmilch? Die ist leider aus. Die Ziegen wurden uns gestohlen. Ach, tatsächlich? Ja. Ach, das muss, ja.
Was musst du, es war nur drei, aber es muss so 2-10 Tage her sein. Und habt ihr einen Verdacht? Wie kann das denn angehen? Nee, in Kerkonik ist in letzter Zeit das ein oder andere verschwunden. Aber wer dahinter steckt, wissen wir nicht. Man findet Spuren, die in den Norden führen. Zwergische Stiefel. Hm. Wo wurden die Spuren denn zuletzt entdeckt? Sie werden immer an unterschiedlichen Orten in der Stadt entdeckt. Je nachdem, wo sich diese Halunken halt gerade herumtreiben. Und wisst ihr, welches die letzte Stelle war? Nein, ich gehe jetzt nicht jeden Tag durch die Stadt und suche nach Spuren. Da müsstet ihr vielleicht den Sprecher Trovus fragen. Und es hätte ja sein können, dass es sich hier rumgesprochen hat. Nein. Und eure Ziegen waren am Morgen, als ihr sie melken wolltet, plötzlich nicht mehr da. Ja, genau. Eines Morgens waren sie nicht mehr da. Und sie haben auch keine Spuren hinterlassen oder konntet ihr die Spuren verfolgen? Doch, sie hatten Spuren hinterlassen, aber sie wurden vom Wind zugeweht, sodass wir sie nach einer Zeit nicht mehr verfolgen konnten. Aber was klar ist, dass es zwergische Spuren waren. Also von der Größe her schon. Oder halt jemand sehr Kleines. Mit festem Schuhwerk. Gut, das ist in unserer Winterlandschaft besser. Waren es eine Person oder mehrere Personen? Aufgrund der Stiefel würde ich sagen, dass es wahrscheinlich 2 oder 3 Personen sind, die hier ihr Unwesen treiben. Mhm. Und die sind alle so, haben alle ungefähr dieselbe Größe, also nicht... Es sind die gleichen Stiefelspuren, ja. Dann denke ich ja schon, dass das Zwerge sind. Also der Zufall wäre sehr groß, wenn das jetzt alles kleinwüchsige Menschen wären. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wie sieht das aus mit Dürga? Könnte man anhand der Spuren nicht erkennen, ob das jetzt Dürga oder Zwerge sind, oder? Ich glaube, ich könnte das... Du kannst, ach ja, das sind deine Erzfeinde, ne? Mhm. Hm. Aber die Spuren sind ja längst. Und ich muss weiterarbeiten. Ja, ich wünsche euch noch einen geruhsamen Abend. Wenn ihr noch etwas wollt, dann pfeift einfach nach Simone, das bin ich. Alles klar. Simone. Ja, und so sitzt ihr dort. Schau mich mal um. Wer sitzt da noch so mit uns? Vornehmlich sind da halt Männer aus der Stadt und Frauen, die dort den Abend verbringen, sich am Feuer wärmen. Nicht jeder hat hier Geld, abends ein Feuer zu entfachen oder es lange brennen zu lassen. Von daher sind die Leute hier oft zusammen in der Taverne und wärmen sich dort auf, erzählen sich Geschichten und beginnen den Abend miteinander. Und so hört ihr auch Geschichten über verschiedene Goliaths, Clans, die in dem Rotkammgebirge leben, ganz naturverbunden. Die Goliath-Clans oder Goliaths. Also diese riesigen Menschen, die halt wie Einsiedler in, wie nennt man die, nicht Einsiedler? Mieten. Wie Nomaden? Nee, nicht auch Nomaden, ja, nicht Nomaden, oder? Doch Nomaden, ne? Nomaden ziehen rum. Ja. Genau, die leben wie Nomaden halt in dem Gebirge und angeblich soll es da auch zwischen den verschiedenen Clans irgendwelche Ungereimtheiten geben, Verfeindungen, Fäden. Ja. Na gut, das kann ich mir vorstellen, wenn da vielleicht ein Clan in das Territorium des anderen kommt. Eigentlich heißt es Red Head Glacier. Ich krieg's gerade nicht auf die Kette, das zu übersetzen. Rotkopfgebirge. Ja, aber ist eigentlich anders übersetzt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist ja egal. Für uns ist das dann jetzt das Rothaar-Kammgebirge. Perfekt. Wird es in unsere Annalen eingehen? Gletscher ist das. Glacier ist, glaube ich, Gletscher. Ja, das ist ein Gletscher. Ist doch egal. Rotkammgletscher.
Whatever. Glacier. Gut. Cool. So. Dass die auch so willkürliches Zeug gestohlen haben, irgendwie. Ziegen? Weiß ich nicht. Könnte man Klasse. Keinen. Ich glaube nicht, dass wir eine Falle legen können. Laterne auch nicht erkennen. Die Spuren kann man auch nicht verfolgen. Das ist ja viel zu lange her. Alles verweht, alles weg. Dann müssen wir wohl darauf warten, bis sie erneut zuschlagen. Dann bereisen zu diesen Zwergen und schauen dann nach dem Rechten. Wie Wartet sagte mal. Sie noch gleich, sollten wir mal ansprechen? Den Stadtsprecher? Ja, Trovus. Wer ist der Trovus? Mit dem habt ihr ja schon Trovus. Gesprochen, mit dem Trovus. So, das, ja, alles klar. Der war das. Das ist der Stadtsprecher. Ja, mit dem hatten wir aber schon gesprochen. Ich glaube direkt als erstes, als wir ankamen. Letztes Mal. Ja, und was hat er gesagt? Ich kann mich nicht mehr so erinnern. Ich war ein bisschen müde. Was hat er nochmal gesagt? Ich glaube, deine Ohren waren auch nicht in Ordnung. Ja, ich war nicht gut drauf. Ihr habt zu viel gehorcht unten an der Tür. Überhaupt nicht hin. Könnt ihr mir nochmal sagen, was der Trobus da gesagt hat? Vielleicht hatte ich auch ein, zwei Bier zu viel. Das kann auch sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, der hat gar nichts gesagt, groß, oder? Nichts Brauchbares, ne. Der war eigentlich auch nur betrunken, hat gesagt, dass verschiedene Sachen geklaut wurden und dass sie keine Spuren oder Anhaltspunkte haben. War also nicht sehr effektiv. Ja, also was dir vielleicht entgangen ist durch dein Unwohlsein, ist was abhanden gekommen ist. Es sind halt hier in dieser Taverne, denen wurden die Ziegen entwendet und eine magische Lampe, die außerhalb der, ich glaube, unserer Unterkunft hing. Ist das richtig? Nordlicht. Ja, ist eine magische Lampe entwendet worden. Ein Säckchen voller schwarzer Dekorationsperlen sind bei der Frozen Far Expedition entwendet worden. Das ist das, was uns erzählt wurde. Ein Säckchen voll was? Schwarzer Dekorationsperlen. Ah, schwarze Dekorationsperlen. Ja. Aha. Also wirklich irgendetwas gemein scheinen diese Gegenstände ja nicht zu haben. Ja. Nicht wirklich von Wert. Die Lampe hing da früher schon, ne? Bevor der jetzige Besitzer den Laden hatte, glaube ich, oder? Das habt ihr nicht gefragt, aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, das könnte ich euch auch nicht sagen. Ich glaube, wir hatten überlegt, ob das unsere war, oder? Also da hatten wir mal gefragt, da hattest du irgendwie aber gesagt, nee. Also die wir ja den anderen da... Goblins. Den Goblins überlassen haben. Ach, die vor Untoten warnt. Nein, die Edelsteinadern findet. Was? Ja, genau. Bitte immer hinlaufen. Ja, genau. Und die Spuren, hatten die gesagt, führen in Richtung Kelvins Cairn, also Richtung Norden. Wir könnten natürlich einfach auf Glück mal dahin und mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Was so ein bisschen Schuss ins Blaue ist, sage ich jetzt mal. Ja, aber vielleicht wissen die Zwerge was oder es gibt bei den Zwergen irgendwelche Ungereimtheiten. Du meinst, dass wir über diese Dwarven Valley gehen, oder? Ja, das war ja nicht... War nicht so weit weg, glaube ich, oder? Nee, es geht. Der Schlenker. Und mit unseren Axtschnäbeln ist dieser Schlenker ja wohl mal eben gemacht. Ich glaube auch. Boah, schön. Ja. Die Ruinen hat man es dir schon angeguckt? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne? Ach. Care-Ruinen hier. Nein. Aber ich glaube, da gab es eh nicht viel zu sehen. Da
hat er beim letzten Mal schon gesagt. Na, bevor wir aufbrechen, würde ich mich schon gerne vielleicht nochmal nach Spuren umschauen. Wir wissen jetzt auch nicht, wann das letzte Teil entwendet wurde oder wie lange das her ist. Nee. Da könnten wir ja mal in Erfahrung bringen, wann hier was abhandengekommen ist. Vielleicht hat das so eine Regel, also ist das so regelmäßig abhanden gekommen, sodass wir davon ausgehen können, dass alle 3 Tage oder was weiß ich denn, immer zu Neumond oder irgend so ein Schwachsinn. Ja, wenn diese Schankmaid nochmal vorbeikommt. Ja, eine gewisse Regelmäßigkeit festzustellen. Lehne ich mich nach hinten und frage sie dann auch nochmal, ob sie wüsste, wann die einzelnen Dinge abhanden gekommen sind. Was? Nein, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Und sind die Ziegen abhanden gekommen und der Rest? Okay, ich schätze, wann? Es ist irgendwie... Die Ziegen sind vor 2 Zehntagen abhanden gekommen. Ach ja, 2 Zehntage. Und die anderen Sachen weiß ich nicht. Ich glaube, die Perlen, das war ungefähr eine Woche zuvor. Und die Laterne ist, glaube ich, seit 4 oder 5 Tagen nicht mehr da. Aber ich bin mir nicht sicher. Gut, hab Dank. Aber genau wisst ihr, das mit Sicherheit der Trovus, bei dem solche Sachen ja wahrscheinlich angezeigt werden, oder? Ja, Trovus sollte einen Überblick darüber haben, ja. Okay, dann machen wir das mal, wenn er nüchtern ist. Dann wünsche ich euch viel Glück. Nee, Trovus war nicht da in der Schenke. Ja gut, dann welche Uhrzeit haben wir? Es dürfte mittlerweile so 9:30 sein. Abends, morgens. Abends. Nun, ich würde sagen, wir lassen diesen Tag einfach noch ausklingen und kümmern um uns um alles andere dann am morgen. Nächsten Tag, oder? Ja. Gut, ihr dunkel, lasst den Abend ausklingen in der Taverne und begebt euch danach hinüber zum Northern Light. Und als ihr gerade an der Gaststätte ankommt, öffnet sich plötzlich die Tür und Trovus kommt halt heraus. Ich schnappe jetzt. Torkelt hinfort. Sigurd Wanket Bauer Bunke, heim von seinem Abendtrunke. Jetzt hast du mich gerade Bauer genannt, du Sohn einer bettlägerigen Cockatrice. Also meines Wissens ist meine Mutter nicht bettlägerig, aber... Ich bin der Sprecher von Kerkonik. Ich schmeiß dich gleich ins Kittchen. Beruhigt euch. Aber wir haben ja kein Kittchen. Oh, das ist schlecht. Dann ertrinke ich dich im See. Er ist zugefroren. Verdammt. Wird alles wieder. Vielleicht im Bier. Das habt ihr ja hier anscheinend im Überfluss. Da musst du ihn erst auftauen und dann musst du dich selbst ertrinken. Ihr müsst jetzt diese Verbrecher jagen. Später. Ja, dann können wir euch dabei unterstützen bei der Verbrecherjagd. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann das allein. Ich bin doch kein Baby. Das hat mit Baby nichts zu tun, mein Guter. Auch der fähigste Ermittler kann gute Hilfe immer gebrauchen, denke ich mal. Das ist eine neue Information. Was für Information? Zu den Dieben. Na, ich überlege mal Informationen. Da war doch... Nein, hab ich nicht. Was wollt ihr denn wissen? Zum Beispiel, wann genau die Gegenstände gestohlen wurden, die verschiedenen. Also die Das habe ich aufgeschrieben. Und die Lampe und diese Dekorationsperlen. Welche Lampe? Ja, diese magische Lampe. Welche Lampe? Die, gegen die ihr sonst immer gelaufen seid, wenn ihr betrunken aus der Kneipe gekommen seid. Ach, ich dachte schon, ihr meint die, an der man reibt und dann kommt dieser blaue Typ und folgt mir in mein Büro.
Ja, und er torkelt vor euch her und fällt das ein oder andere Mal auch auf die Nase und irgendwann kommt ihr dann an seinem Haus an. Ist ja fast nicht auszuhalten. Ich gehe eben rein und hole das. Der wartet hier draußen, okay? Warum alles dürfen wir nicht mit rein? Es ist kalt draußen. Ich hab... Ja, gute Idee. Können wir nicht reinkommen. Also wenn ich... einer die Verbrecher fangen kann, dann ihr. Ich hab nicht aufgeräumt. Das, Das kenne ich. Das ist kein Problem. Können wir gut ignorieren. Schämt euch. Ihr wartet hier. Und er geht halt schon mal rein. Wir könnten einfach die Tür öffnen und hinterhergehen. Und die Tür steht eh offen. Meint ihr, dass jemand bewusst ihm den, den Alkohol zuträgt? Nee, der hat einfach Durst. Ich glaube, der haut sich das selber rein. In dieser Dunkelheit bei der Kälte, da bleibt bei mir ja fast nichts anderes übrig. Ja, dem ist ja nicht kalt. Dem ist nicht kalt? Nicht mehr? Der ist doch Frostdrachenabstammung oder sowas. Eisdrachen. Ach so. Ja, und dann kommt er rausgetorkelt mit so einer Schriftrolle. So, hier habe ich's. Was vorher genau? Ja, nennt uns doch mal die Reihenfolge der Gegenstände, wann welcher Gegenstand gestohlen wurde. Also jetzt steht die Ziegen wurden vor genau 2 Zehntagen geklaut. Das ist nicht auszuhalten. Ich halte das nicht aus. Und die Lampe wurde ungefähr 5 Tage steht hier genau. Und dann da sind da noch diese Perlenkette oder. Ist jetzt nun seit 30 Tagen nicht mehr da und dann war noch so Kleinkram, aber das habe ich mir nicht notiert. Was denn für Kleinkram? Ja, Kleinkram. Wem wurde dieser Kleinkram entwendet? Bürgern von Kerkonik. Ja, hier mal ein Schwert, da mal eine Börse voller Gold und Kleinkram halt. Wir haben es erst doch nicht so ernst genommen, weil ich dachte, die sind einfach schusselig. Die saufen doch hier wie die Löcher. Ist doch kein Wunder, dass die alles verlieren. Ja, das ist eine arge Unsitte mit dieser Sauferei. Saria. Aber es wurde immer aus den Häusern oder... den Ställen gestohlen. Niemand wurde am Tag bestohlen. Immer nachts. Wenn die Dunkelheit da ist, obwohl die auch tagsüber da ist, aber immer nachts. Aber nachts ist ja auch kälter als draußen. Wenn alle geschlafen haben. Vielleicht solltet ihr auch eine Mütze Schlaf nehmen. Das werde ich das gebrauchen. Na, morgen tun. Jetzt lege ich mich auf die Pirsch. Auf die Pirsch. Viel Erfolg dabei. Ich gebe ihm so einen Klaps auf die Schulter. Ja, und er torkelt weiter davon. Tschüss. Madre mio. Ja, ein äußerst... Also geht der jetzt wirklich noch auf die... Ja, der geht wohl jeden Abend auf die Pirsch. Wo geht der hin? Der geht jetzt Dorf. Weiter nach Süden. Der patrouilliert quasi durchs Dorf. Ja, ich denke, wir sollten unser eigenes Ding machen. Auf denen können wir uns... Also, ich glaube, das können wir auf jeden Fall besser. Der ist furchtbar. Vielleicht sollte man wirklich nachts irgendwie sich aufteilen und das Dorf irgendwie überwachen, wenn das immer nachts geschehen ist. Und vielleicht sollte man... das ganze Dorf überwachen, oder was? Nein, vielleicht kann man eine Falle aufbauen, indem man irgendwie ein Gerücht in die Welt setzt, dass da und da irgendwas... wertvolles ist oder so. Aber es sind ja keine wertvollen Dinge, die entwendet wurden. Also das zumindest nicht wieder. Offensichtlich. Diese Perlen, das sind dekorative. Ja, ich sag mal, so Ziegen sind schon wertvoll in der Situation jetzt gerade. Ja, ich sag ja auch, vielleicht ist so eine magische Lampe ja auch irgendwo wertvoll. Aber ich meine, so Deko-Perlen klingen jetzt nicht sonderlich wertvoll. Und
der Kleinkram halt auch nicht. Also wir wissen ja gar nicht, was dahinter steckt. Also ob da irgendwie ein bestimmter Plan irgendwie hintersteckt oder... Also es scheint auf jeden Fall nicht zur alleinigen Bereicherung. Es sei denn, derjenige hat sich vertan und gedacht, Dekorationsperlen seien vielleicht echte Perlen und die haben einfach keinen Plan. Ja, das könnte doch auch sein. Eine magische Lampe macht insofern Sinn, gerade wenn es so viel dunkel ist oder man unter Tage arbeitet oder so, die braucht keinen Brennstoff. Ja, und da ist es schon mal. Und denk mal, billig ist sie auch nicht, so eine magische Lampe. Kann mir nicht vorstellen, dass du die hinterhergeschmissen kriegst. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn jemand wirklich auf Geld aus ist, also sich zu bereichern, dann könnte man da sicherlich noch andere Dinge finden. Ich glaube auch eher, dass das zweckgebunden ist. Dass genau. Er eben wegen Tunnel gräbt oder was weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns morgen vielleicht doch mal die Ruinen von der Burg an. Vielleicht finden wir da doch noch was. Ja, und wenn wir jetzt sowieso zu unserer Unterkunft gehen, das war anscheinend auch der Ort, an dem als letztes etwas verschwunden ist, dann würde ich mich drumherum doch gern nochmal umsehen. Ja, so stapft ihr in der Dunkelheit durch den Schnee und kommt wieder am Nordlicht an und mir umkreist das Haus. Wonach suchst du genau? Nach Spuren. Also es gibt ja vielleicht auch Stellen, die vom Wind nicht so arg betroffen sind. Ja. Ob einfach noch irgendwas zu erkennen ist. Also speziell nach Dürger abdrücken würde. Ja, dann würfel mal auf Survival. Ja. Survival. Boah. du suchst sehr, sehr gut und du suchst auch sehr, sehr intensiv und findest dann auch Spuren, die allerdings schon einen Tag alt sind und die schon sehr, sehr zugeweht auch sind. Also du siehst im Prinzip noch die Überreste einer Spur, die von dem Gebäude links neben dem Northern Lights, dieses, ne, was da links neben ist, davon aus, von so einem Schuppen, der da dran ist, und da gehen die Schritte irgendwie nach Norden weg. Aber nach kurzer Zeit sind sie auch nicht mehr zu erkennen, so sehr du dich auch anstrengst. Speziell Dürger-Spuren? Es sieht nach Dürger-Spuren aus, ja. Da hat mich meine Nase nicht getäuscht. Eine gute Nase. Die kann man sich hier wirklich verlassen. In dieser verschneiten Einöde. Wozu braucht man Dekorationsperlen? Ich sag ja, vielleicht ist das jemand, der nicht wirklich Kenntnisse hat und dachte, es seien echte Perlen. Oder umgekehrt. Vielleicht dachte der Besitzer, es sind Dekorationsperlen und es sind echte. Könnte vielleicht natürlich sein. Konnten sie irgendwas Besonderes und der Besitzer wusste es nicht. Aber der hat die doch von den Zwergen gekauft. Oder? Von den Zwergen, ja. Es vielleicht ist niemandem zu trauen hier. Dass die Zwerge das nicht wissen, was sie dem verkaufen, werden sie ja auch für einen Dekorationsperlenpreis verkauft haben. Vielleicht wussten sie es sogar und wollten sie damit in Sicherheit bringen, indem sie es an einen Unwissenden verkauft haben, der nichts Besonderes damit vorhatte. Oder es liegt ein Fluch auf ihn. Und sie wollten, sind froh, dass sie diese Perlen jetzt losgeworden sind. Kann man da irgendwie mal in seinen Gehirnzellen grübeln, ob die Dürger irgendwie so schwarze Perlen für irgendein Ritual oder ob das für die wichtige Steine sind oder was weiß ich. Kann man da irgendwo drauf würfeln, Micha? Das Einzige, was euch einfällt, was halt Sinn machen würde, wäre halt, dass also rote kristallähnliche, schwarze kristallähnliche Dinge halt an dieses Schardalin erinnern, ne? Was? An diesen Kristall, den wir den anderen von den Ketten da, die an den Ketten hingen, die haben wir ja abgeschnitten. Weißt du, dieses Chardalin, diese schwarze, dieses Glas-ähnliche, Obsidian-ähnliche Dingsbums? Ja, wo war das noch gleich? Das hatten doch die Kultisten Wachen. Kultisten um Hals. Genau, die Kultisten.
Und wir vermuten, dass das irgendwas mit Auriel auch zu tun hat. Und ich habe ja so ein... Ne, habe ich diesen Anhänger eigentlich noch? Wir haben ja alle. Ah ja, wir haben da noch einen Sack Anhänger. Nein, Lotte hat den und der Lars hat die. Ich habe keinen. Damit könnten wir natürlich vielleicht tatsächlich eine Falle legen. Könnten wir ausprobieren. Wenn die wirklich das darauf abgezielt haben oder so, dann wäre das mit Sicherheit ein Lockmittel, wo man sagen könnte, okay, das könnte... Bei Ziegen habe ich keine dabei. Ein Versuch wert. Mhm. Ja. Hoffentlich werden uns da nicht in der Nacht die Kehlen durchgeschnitten, aber... Sag euch, Bürger sind nicht zu trauen. Ja, dein Metier. Was wollt ihr mir damit denn sagen? Ich hatte schon eure Klinge am Hals, wenn ich mich recht... Oh, da war was. Da war was. Hatte ich verdrängt. Ich kann mich auch erinnern. Entschuldigung. Ja. Da, Ja, wie sollen wir es angehen? Sollen wir in der Taverne das quasi mal so unvorsichtig oder in der Gaststätte unvorsichtig rumzeigen, dass wir einfach hier so die mal rausholen, ein oder zwei, und dann da so rumgeben, dass jeder die in der Hand nimmt und... Ja, das meinte ich ja, dass man sowas populär macht. Ja, oder ich weiß nicht, ob ich die jetzt so rumreichen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir die vielleicht mal, dass wir da jemanden mal fragen, wir haben das gefunden, ob die sich vorstellen könnten, dass wir hier vielleicht einen Abnehmer dafür finden, also dass wir so tun, als würden wir die gerne verkaufen wollen oder so. Also, weil wir nicht, also wir wollen die loswerden, wir haben die gefunden. Vielleicht jemand, der das irgendwie schätzen kann und wo wir es verkaufen können. Wir brauchen Geld. Weil so wie wir aussehen, brauchen wir Geld. Wir brauchen immer Geld. Ja, ja, das sowieso, aber ich meine, vielleicht. Und dann kriegt man das vielleicht spitz, dass wir das haben. Ja. Könnten wir ausprobieren. Lass uns das morgen machen. Aber ich meine, in der Taverne könnten wir das ja heute Abend noch machen. Ja, aber ich glaube, heute sind wir alle zu kaputt und nicht dann vorbereitet genug. Okay. Sollten wir uns vielleicht eine gute Falle ausdenken, quasi, wie wir da uns positionieren und so weiter. Okay. Gut. Dann ja, und heute so verkriecht ihr euch zurück ins Northern Lights, um euch dort erstmal aufzuwärmen. Möchtet ihr noch irgendetwas machen? Möchtet ihr noch besprechen, wie ihr am nächsten Tag die Falle legen wollt? Oder wollt ihr jetzt erstmal rasten, um zu neuen Kräften zu kommen? Ja, das ist doch sinnvoll. Mhm. Also legen wir eine lange Rast ein. Möchte noch jemand irgendwelche Punkte vergeben? Ja. Ich habe aber volles Leben, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe ja nur an der Tür gehorcht. Wie du hast, glaube ich, na, du hast auch schon auch mitgekämpft, aber ich glaube, dich hat... Nee, du hast volle Punkte. ...getroffen oder so. Bei mir steht 25, das ist doch richtig, ne? Ja. Okay, dann mache ich eine Rast, eine lange Rast. Okay. Und ja. So vergeht die Nacht ohne weitere Ereignisse. Und der nächste Tag bricht an. Es ist dunkel draußen, wie immer. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Aber ihr wacht auf und ihr friert. Vermutlich ist der Kamin die Nacht über ausgegangen. Oder was? Vielleicht wird er auch ausbrennen gelassen. Man kann es nicht so genau sagen. Frisches. Oh ja. Dann stehe ich lieber auf und... Ein heißes Getränk wäre nicht schlecht. Ja, ihr kommt hinunter und die beiden Schwestern haben auch schon eine große Kanne Tee auf einem Feuer stehen, auf so einem kleinen Stöfchen quasi. Und Cori und Ellie laufen halt umher und versuchen möglichst den Gästen gerecht zu werden und ihnen halt ihr Frühstück zu bringen.
Und wie haben Sie geschlafen, oder wie habt ihr geschlafen in Terkonik die Nacht? Ja, recht gut, nur am Ende der Nacht wurde es etwas kühl. Deswegen, wenn ich diesen dampfenden, heißen Tee sehe, das würde mir sehr behagen. Ja, nehmt euch einen Schluck, der ist wirklich sehr, sehr gut und wärmt die Glieder von innen. Wisst ihr, es ist einfach zu teuer, die ganze Nacht den Kamin laufen zu lassen, deswegen kuscheln wir uns nachts in die Felle. Ja, das ist gut, aber so ein Tee ist genau das Richtige jetzt. Aber sonst habt ihr gut geschlafen. Ja. Für meinen Teil auf jeden Fall. Ja. Soweit. Und habt ihr gestern Abend noch irgendetwas herausgefunden? Trovus hat sich schon wieder bis über beide Ohren betrunken. Ja, den haben wir noch getroffen und der war wirklich sehr betrunken, kann man wohl sagen. Und hat er noch was gesagt? Vermutlich wird er wieder in irgendeiner Gosse eingeschlafen sein und wacht heute Morgen vollgeschneit wieder auf. Es ist doch gar nicht so ungefährlich, was er macht, wenn er da vollkommen betrunken in der Eiseskälte rumläuft, dann darf er sich nicht wundern, wenn er erfriert. Aber er stammt doch von einem. Ich möchte gerne mal einen Inside-Check machen, ob die damit. Ob die nervös sind, ob die quasi so unseren Ermittlungsstand abfragen wollen, weil sie vielleicht selbst irgendwie mit drin hängen. Oder ob das einfach nur. Ob das nur Neugier ist. Dann mach mal. Ich glaube, dieser ganze Inside-Kram, der wurde wirklich nur für den Lars erfunden und in solche Spiele eingeführt. Ich denke schon, ja, das kann gut sein. Wem hast du da bei Wizard of the Coast einen Zehner zugesteckt? du guckst sie dir an, aber sie wirkt jetzt nicht so, als hätte sie davon irgendetwas. Also nur Volk, ja. Können, dass sie erpresst werden. So unvernünftig war das jetzt nicht. Das kann sein, ja. Und was habt ihr heute vor? Wie wollt ihr heute vorgehen? Habt ihr irgendeinen Plan, um die Diebe dingfest zu machen? Uns schwebt da etwas vor, ja. Aber es ist noch nicht ausgereift. Okay, dann wünsche ich euch bei den Göttern viel Erfolg bei eurem Plan. Hab Dank. Ja, besten Dank. Kann ich euch noch etwas bringen, oder? Für den guten Tee. Ein Schnittchen für unterwegs. Ein Schnittchen für unterwegs, das soll sofort kommen. Ja, und so geht sie los und holt halt Schnittchen. Was ist da drauf? Knochenkopfforelle? Geräucherte. Die Gräten von der Knochenkopfforelle. Ja, hast du das gehört von diesem aus Osthafen? Nein, was meinst du denn? Da soll es einen bösen Zauberer geben. Angeblich soll er einige Abenteurer umgebracht haben. Und die Miliz, die plant jetzt ihn zu verbrennen auf dem Marktplatz. Was? Das ist doch nicht wahr. Doch, ich schwör's dir, ich hab's gehört von meiner Tante. Ist das ungewöhnlich? Ich beug mich da mal so hin. Ja, du hast halt, wie die sich darüber unterhalten. Ja. Heißt ungewöhnlich, weißt du nicht. Du weißt ja nicht, wie da die Rechtsverhältnisse in Osthafen sind. Oder hast du die? Hast du die wo liegt denn Ost? Ach, da unten ist Osthafen. Ja, ich dachte jetzt, ich beug mich mal zu denen irgendwie. Ich habe euer Gespräch gerade gehört. Ja. Ihr belauscht Leute? Ihr sprecht ja nicht gerade leise hier. Ihr sollt euch nicht wundern, wenn jemand zuhört, wenn ihr durch den halben Laden hier brüllt. Nun, es ist kein Belauschen, sondern einfach, ich bin aufmerksam und habe es mitbekommen. Und Dinge interessieren mich, die sich hier vor sich gehen, also. Ihr spracht von einem Zauberer, der Abenteurer umgebracht hat und nun in Osthafen von der Miliz. Ja, sie wollen ihn verbrennen. Ein böser Zauberer. Er soll einige Abenteurer umgebracht haben, sagt man. Okay.
Und ist das irgendwie ungewöhnlich, dass... Nun, oft kommt das nicht vor, aber oft gibt es ja auch keine bösen Zauberer, die irgendwelche Abenteuer umbringen. Aber was ist das denn für ein böser Zauberer? Also ich meine, das... Woher soll ich das wissen? Ich habe doch nur mit meiner Tante darüber gesprochen. Ich dachte, sie hätte da nähere Informationen. Das hat mich nur interessiert. Nein, habe ich leider nicht. Da müsst ihr schon da hingehen und euch selbst informieren. Ja, das werden wir vielleicht einmal tun. Wie ging das mit den Pointern? Ihr müsst eine Notiz anlegen und dann könnt ihr da einen Pointer setzen. Genau, so war das ja. Ja. Was habt ihr vor? Während Lars die Notiz anlegt, können die anderen mir ja schon mal sagen, was ihr vorhabt. Ja, ich dachte, wir wollen da diese Falle da aufbauen, oder? Aber machen wir dann im Hook, Line and Sinker, oder? In der Taverne und nicht hier bei uns, oder? Ja, da wo wir gestern waren. Und das war doch das, glaube ich. Ja, das ist das, genau, da wo wir essen waren. Und sollen wir das denn, sollen wir das denn so machen, dass wir das tatsächlich präsentieren? Oder sollen wir das so machen, dass, Lars, wissen wir das eigentlich, dass dein Charakter sich verwandeln kann? Wie war das? Ja, ja. Ja, ne? Ach ja, stimmt. Das haben wir doch schon oft mitgekriegt. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich lege gerne Illusionen auf mich. Genau. Ich meine, vielleicht. Ich kann das nicht da reinziehen in die Karte, ich weiß nicht warum. Ich guck mal, ob ich das kann. Ich dachte, vielleicht können wir. Das sonst irgendwie auch mit dieser Illusion, dass du dich irgendwie doch nochmal in jemand anderen verwandeln. Müsste da sein, ne? In dem Sinne. Oder sollen wir das einfach machen? Ist das, glaube ich, egal, wer das macht von uns. Okay. Es muss ja zu uns rückverfolgbar sein, sonst. Ja, ja, aber es könnte ja trotzdem sein, dass wenn du irgendwie jemand anderen darstellen würdest, dann meinst du, wäre der. Könnte man ja trotzdem sagen, dass du hier im Northern Light unterkommst oder irgendwie sowas. Nur dann. Ja, weiß ich auch nicht, vielleicht. Okay, ja, ging natürlich auch, dass ich quasi als Fremder da hinkomme, ein extra Zimmer miete, wenn noch eins frei ist. Mhm. Ja, so habe ich mir das gedacht. Könnte man natürlich auch machen, ja. Ist vielleicht auch nicht so blöd. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann wiederhol mir die nochmal zusammengefasst, bitte. Also ich würde meine Erscheinung ändern. Halt auf irgendein Mensch, keine Ahnung. Irgendeinen Händler, den ich irgendwo mal gesehen habe. Ja. Und würde dann ins Northern Light reingehen. Also wir gehen jetzt gleich irgendwo in die Stadt, alle vier raus, dann verwandle ich mich in der ungesehenen Ecke, gehe ins Northern Light rein, miete ein Zimmer und werde halt auffällig an der Dings fragen, ob es hier einen Händler für Edelsteine gibt oder irgendjemand, wo ich Edelsteine verkaufen könnte, die hätte ich unterwegs gefunden oder was weiß ich nicht. Ja. Nein, hier gibt es niemanden, der Edelsteine kauft. Ah, das ist schlecht. Ich habe hier nämlich einen ganz seltenen Edelstein. Ein ganzes Säckchen voll von diesen. Aber die Leute hier haben kein Geld, das ist das Problem. Naja, ich werde ein paar Tage hierbleiben. Vielleicht könnt ihr
Ja, die Kunde verbreiten. Ja, ich höre mich mal rum, ob ich was höre, aber ich glaube, ich werde euch da nicht helfen können. Ja, habt Dank. Ich werde mich in der Stadt... Könnt ihr aber ihr solltet die Steine gut wegpacken. In letzter Zeit sind einige Diebe hier unterwegs. Ah, tatsächlich, okay. Die Zimmer sind ja sicher, oder? Wenn es wegkommt, geben sie nicht uns die Schuld. Nein, ich nehme es jetzt natürlich mit. Ich meinte jetzt eigentlich eher nachts, dass hier niemand... Normalerweise einbringt. Schon, aber wer steckt schon in der Haut eines Diebes? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wir sehen uns dann heute Abend wieder. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Aufenthalt in Kirkkonig. Ja, vielen Dank. Was muss ich mir nochmal abziehen an Geld für das Extrazimmer? 10 Silberstücke. Passt. Okay. Ja, dann gehe ich halt wieder raus und verwandle mich zurück und schließe mich wieder den anderen an. Ja. Du kommst wieder zu den anderen, die vielleicht gerade auf dem Weg sind zur Ruine. Oder wo möchtet ihr gerne hin? Ja, könnten wir oder ja möchtet machen. Ihr etwas anderes untersuchen? Ich will euch nicht beeinflussen. Oh. Ach, ich fände das gut. Mhm. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was wir sonst untersuchen sollen erstmal. Ja, so geht ihr hoch zu dieser Ruine. Und kommt halt oben an diesem alten Turm an, der dort liegt, und die alten Mauern, alles ist halt eingestürzt. Es sind maximal noch Mauerreste, die so 2,50 Meter hoch sind. Der Turm, man kann noch auf die erste Etage hochgehen über die Treppe, aber dann ist alles eingestürzt. Ein Gebäude ist noch da, das aber auch halb im Freien liegt, weil die Hälfte des Daches einfach fehlt. Und da steht halt kein Stein mehr auf dem anderen. Und ihr schaut euch dort um, schaut nach Spuren oder irgendetwas anderem, aber in dem frischen Schnee, der über Nacht mit Sicherheit 20 Zentimeter gefallen ist, seht ihr nur eure eigenen Spuren. Hier, wie war das? Ihr konntet Magie aufdecken, ne? Oder spüren. Erkennen. Ja, vielleicht gibt es ja hier einen illusionsgeschützten Eingang oder ähnliches. Das der nun, war... Der nur nicht auffällt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht, ja. Ja. Den würde ich dann gerne als Ritual wirken. Was machst du? Detect Magic. Detect Magic. Du sprichst deinen Zauber, bewegst deine Hände in den richtigen Gesten und benutzt deine Utensilien. Und ein gelber Schimmer umleuchtet dich und deine Augen bekommen einen Glanz. Aber du schaust dich um und du kannst dort keine Magie feststellen. Du hast nicht wirklich gedacht, dass du hier etwas findest, oder? Doch, hatte ich. Hast du eine bessere Idee? Ja, wir sollten losgehen und etwas töten. Ich habe Hunger und Durst. Steckst in den Schnee, da kannst du... Sonst werde ich mich ja nie zurückfahren. Das, nicht... Wo waren wir stehen geblieben? Was war hier mit diesem Turm? Was machen wir hier? Wir suchen Futter für dich. Nun, dann sollten wir einfach diesen Spuren folgen. Wir werden doch irgendwo Spuren sein. Ja, unsere wir haben doch eigenen. Gesagt, ja, aber es müssen doch irgendwo Spuren in diesem Dorf sein. Wenn die Räuber nachts kommen, sind sie doch morgens schön frisch. Da wird man ihnen doch gut folgen können, oder nicht? Ja, aber es waren keine Räuber da. Woher weißt du das? Du bist doch gerade aus dem Gasthaus gekommen und hier zu dieser Ruine gewatschelt. Naja, dergleich aufregende Dinge sprechen sich schnell herum. Mhm. Weißt du es denn besser? Wir kommen hier an dem Haus vom Trovus vorbei. Vielleicht hängt da wieder ein Zettel
von irgendwem, der bestohlen wurde, und er ist einfach noch im Tiefschlaf, weil er komplett besoffen war letzte Nacht. Ich würde trotzdem gerne noch mal schauen, die Wände von dieser Ruine sind wahrscheinlich auch moosig und schleimig. Moosig und schleimig und dreckig ist ja gar nichts, das ist alles gefroren. Gefroren und tot und kaputt. Ist denn da irgendwas, was nicht so ganz gefroren und tot und kaputt aussieht? Nö. Alles gefroren und tot und kaputt. Vielleicht ein Stein, der irgendwie öfter mal gedrückt wurde? Oder? Nee, nichts dergleichen. Nichts, hier ist nichts. Nichts dergleichen, nichts, gar nichts ist da. Gar nichts, ja. Er macht nichts. Das ist ja langweilig. Ein Haufen Steine im Schnee. Die Aussicht ist ganz nett. Man kann bestimmt auf Kerr Konig so drauf gucken, oder? So hoch ist das gar nicht. Das ist nur ein bisschen höher als Trovus Haus. Ja, gehen wir bei dem vorbei und schauen, ob der da ist, beziehungsweise ob vielleicht wirklich ein Zettel an der Tür hängt, wo irgendwie irgendwas angezeigt hat. Hinunter zu Trovus Haus, aber ihr könnt dort weder einen Zettel sehen, noch öffnet Trovus die Tür, als ihr dort anklopft. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich glaube, der kann auf sich aufpassen. Na, wenn so betrunken wie der war. Er ist zäh. Na, wollen wir es hoffen. Oder wahrscheinlich schläft er jetzt seinen Rausch aus. Vermutlich. Ich glaube, der Rausch hat selten eine Chance, wirklich ausgerauscht zu werden. Ausgerauscht, auszukurieren. Der hält konstant seinen Pegel, muss man sagen. Er hat direkt nachgetankt. Und anscheinend gibt es ja hier Bier im Überfluss. Ja, wenn sie schon noch verschenken. Noch. Seltsam, in dem einen Ort gibt es überhaupt kein Bier, da wird nur Tee serviert und hier wird es an die Gäste verteilt und der Stadtsprecher ist ständig betrunken. Ja, weil die von den Dings kaufen, von den Zwergen. Und wenn die bis jetzt noch ihre Lieferungen einhalten konnten. Ja, das könnte natürlich sein. Ist denn Zwergenbier bezahlbar, sag ich jetzt mal? Also, dass man es halt in diesen Massen einkaufen kann? Es ist halt Bier. Es ist jetzt kein flüssiges Gold. Also ist für die nicht Zwerge vielleicht schon? Nein. Als anderes Bier? Nein. Vielleicht ein bisschen, aber jetzt nicht doppelt, dreifach so teuer. Ja, Freunde, was tun wir? Wir legen jetzt dann die Falle für heute Nacht, hätte ich gesagt. Überlegen wir uns, wie wir das machen. Ich habe jetzt ein extra Zimmer gemietet. Wir wissen, dass du da als Händler... Ja, das haben wir vorher besprochen. Genau. Dann sollten wir vielleicht einfach mal durch die Stadt schlendern. Vielleicht gibt es ja auch Geschäfte, die interessant sein könnten. Und nein, es gibt tatsächlich nur die Frozen Far Expedition und Hook, Line & Sinker als Taverne. Sonst gibt es dort nichts. Hm. Kein Pummel heute. Kein Markt oder sowas, wo die Leute Lebensmittel kaufen? Nö. Also, dieses Kaffee hatte ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt. Irgendwie mit mehr Leben. Ja, da stimme ich dir zu. Das einzig Spannende hier ist das Bier, was es gibt. Was in Kaer Dineval, was es da nicht gab. Und das in rauen Mengen. Und hier in rauen Mengen. Also es ist irgendwie ungleich verteilt. Seltsam. In der Tat, in der Tat. Wenn das wirklich Dürger sind, die können sich unsichtbar machen, gell? Richtig. Ah, stimmt. Die machen sich unsichtbar, aber die Fußspuren sieht man trotzdem, auch wenn sie unsichtbar sind. Richtig? Richtig. Ja, und mir müssten sie eigentlich besonders ins Auge springen. Weil es deine Erzfeinde sind. Oh. Ich würde sagen,
Wir vernageln nach. Kann man das Fenster in dem Zimmer aufmachen? Ja. Ich würde sagen, wir vernageln das Fenster, sodass man das Fenster nicht mehr öffnen kann. Und bringen dann eine Mehlfalle über der Tür. Ah, raffiniert. Finde ich gut, ich finde, wir sollten das machen. Ich finde, das klingt super. Ja, das gefällt mir auch. Der Plan. Wahrscheinlich laufen wir gleich selber, irgendwer läuft dann da rein. Aber das ja, ist sehr schön. Ja. Okay, das kommt ihr wohl hin. So eine Mehlfalle dazu positionieren. Hat jemand sehr geschickte Fingerchen aber für sowas? Na klar. Bestimmt eine der Damen. Ja, die hat doch immer geschicktere Finger als wir groben Klötze. Na, damit nichts zu tun. Aber ich bin darin nun mal geübt. Meine Finger sind da besonders flink. Ja, dann ist das doch eine Aufgabe, der du sicherlich gewachsen sein wirst. Das würde ich doch meinen. Micha wollte was sagen, glaube ich. Oh. Ich weiß nicht, ob ich was sagen wollte. Machen wir wieder irgendwelchen unnötigen Kack, den er mich ja nicht will. Nee, was ich nicht will, ist ja nicht entscheidend. Ich verstehe nur nicht, warum man sagt, ja, mir fallen ja Dürgerspuren auf, wenn ich die sehe, aber warum sagt man denn dann nicht, ich suche mal nach Spuren? Dann ich meine, gestern Nachmittag waren die halt total weggeschneit, aber wenn die immer nachts kommen, wäre vielleicht eine Idee, mal einfach am nächsten Morgen nach Spuren zu suchen. Du hast doch eben gesagt, es hat ganz 20 Zentimeter Neuschnee. Ja, es gab 20 Zentimeter Neuschnee. Das heißt, wenn da einer durchlatscht, dann sind da Riesenspuren drin. Ich habe gestern Abend gesehen und gesagt, ihr seht nichts. Er meint die Spuren, die in dieser Nacht stattfinden werden, sozusagen. Richtig? Ja, aber die Stadt ist ja nicht gerade drei Häuser. Das sind ja schon ein paar mehr. Weißt du, wie lange da... Und sie ist die Einzige, die Spuren suchen kann. Ich kann keine Spuren suchen. Deshalb dachte ich ja, wir gehen durch die Stadt und horchen mal, ob irgendwas geschehen ist, um halt überhaupt erst zu erfahren, ist irgendwas wieder abhanden gekommen, wenn ja, wo, dass man da dann ansetzt. Ja, macht mal. Ja, wenn es ja hier nicht mal Läden gibt. Wovon nee, gibt's die Leute nicht. Hier? Ja, keine Ahnung. Wo kaufen die sich ihre Lebensmittel? Werden sie wahrscheinlich selber auf den See gehen und Knöchelkopforellen fischen, so gut es geht. Die müssen alle am Mangelerscheinungen haben. Das wird wohl so sein, ja. Das wird wohl so sein, auf jeden Fall. In der Knöchelkopfrelle ist alles drin, was du brauchst. Aber ja. Sie haben keinen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die fressen bestimmt ganz bestimmte Algen, die dann genug Vitamine und Nährstoffe freisetzen in der Knöchelkopfrelle. Also der Trobus, der war jetzt quasi nicht aufzufinden, beziehungsweise öffnet er nicht die Tür, richtig? Nee, genau, richtig. Dann schlage ich vor, schauen wir nochmal in dem in der Taverne nach, ob er sich da wieder betrinkt. Ist jetzt so Mittagszeit oder was? Jetzt haben wir ist jetzt so 9 Uhr, es dämmert jetzt gerade. Ach, es ist noch so früh, okay. Auf dem Weg dorthin werde ich meine Augen nicht vom Boden. Aber Leute, ganz ehrlich, ne? Es gab 20 Zentimeter Neuschnee. Wenn ihr euch die Karte anguckt, nach Norden, da ist nichts. Im Norden ist nichts. Wenn ihr am Rand entlang geht und da war jemand in der Stadt und ist nach Norden gegangen, dann würden diese Spuren auffallen, als wenn da einer eine Pinkelspur im Schnee gelassen hätte. Da läuft ja keiner nach Norden weg sonst. Ach, sie wollten, ja, vielleicht gibt es da auch Leute, die ihren Mangel mal irgendwie ausgleichen wollen und sich mal irgendwie wild erjagen oder sowas. Ja, der Spielleiter, der stupst uns mit nein, der Nase. Nein, aber ja, müsst ihr doch mal echt, ne, also ich weiß halt auch nicht, normalerweise, wenn ihr da langlauft und ihr seht irgendwo im Norden, ihr guckt nach Norden, da würde so eine Spur total ins Auge fallen, weil da ja sonst nichts ist. Stellt euch doch mal vor, so eine Schneeplätte, die total glatt ist, da fällt so eine Spur da auf wie... Also müsste man die
die Stadt einmal umrunden, einfach um den Anfang der Spur zu finden. Und wahrscheinlich braucht man da... Nein, brauchst nicht umrunden, musst ja nur den Norden durchkämmen. Ja, das meine ich ja, am äußeren Rand der Stadt. Aber wahrscheinlich braucht man da nicht mal diese Spurenkenntnisse. Das sieht ja dann... Genau so sieht's aus, das sieht eigentlich ein Blinder mit einem Krückstock. Ich kann sagen, da kannst du doch nicht mal eine Probe verlangen, wenn das alles glatt ist und dann ist da irgendwo eine Spur. Das heißt, wir können uns unsere super Falle sparen und einfach gen Norden stapfen. Dem ist dann aber entgegenzuhalten, das ist der 5., 6. Diebstahl. Und wenn die den Ziegenspuren gefolgt sind, haben die auch so eine Spur da oben gefunden. Weil die werden ja nicht erst, die Ziegen sind weg, wir gehen dann eine Woche später hin, sondern die werden dann ja auch da gegangen sein. Und die haben ja auch nichts gefunden, die Spuren haben wir dann irgendwann einfach. Ja, das waren jetzt aber auch Tavernenleute und irgendwann sind die halt auch vielleicht in den Schneesturm gekommen oder was weiß ich was. Und die Spuren waren verwischt. Da war eine Waldläuferin dabei, aber die dann halt... Der Stadtsprecher war doch ein Abenteurer. Der Stadtsprecher ist voll wie ein Eimer. Der ist nicht voll wie ein Eimer, der ist voll wie drei Eimer. Das sind wahrscheinlich 10 Spuren. belebter Weg, ganz viele Spuren. Ja, dann machen wir das. Von mir aus, sicher, kein Problem. Ja. Ja. So, ihr geht. Endlich kann Micha wieder was sagen. Nein, aber ich weiß halt nicht, das ist so eine Situation, wo du dir jetzt denkst, ey, ja, eigentlich fällt das halt total ins Auge. Und manchmal denkt man ja dann total anders. Und, ich glaube, das ist es. Wir stellen uns das dann manchmal anders vor, als du. Das ist halt dann die Frage, womit komme ich dann raus? Und aber ihr denkt halt auch. Wenn es nicht zu viele sind und wir hätten wirklich einen gefangen und überwältigt, hätten wir den auch ausquetschen können, wo vielleicht ein Stützpunkt etc. ist. So müssen ja, wir aber du glaubst doch nicht, dass ein Bürger alleine da unterwegs ist. Also da sind die immer in irgendwelchen Trupps unterwegs, genauso wie damals in dem Häuschen, was ihr da gefunden hattet, wo ihr fast gestorben seid. Ich hatte ja nachgefragt, es waren ja mehrere Spuren, die gesichtet wurden. Ja, auf jeden Fall geht ihr an der Frozen Fire Expedition, teilt euch da auf, geht ein bisschen rechts, links und findet dann frische Spuren, die nach Norden führen. Wer hätte es gedacht? Sind das Dürgerspuren? Ich schaue mir das nochmal ganz genau an. Sind das Dürgerspuren, die. Die können gar nicht so alt sein. Oh heute Gott, Nacht sind ist noch Neuschnee gefallen. Ja, 20 Zentimeter. Eindeutig, die sind total frisch, oder? Das sind ja ein Blinder mit dem Krückstock. Ja, dann verfolgen wir die halt mal. Ja, und so setzt ihr auf eure Axtschnäbel auf und reitet Richtung Norden. Hier sind ja sonst keine Spuren. Es müssen die richtigen sein. Und ihr reitet auf Kelvins Kern zu und reitet immer weiter in die Tundra. Und dann irgendwann merkt ihr, dass der Wind halt stärker geworden ist und die Spuren immer mehr verwischen und verwischen. Und jetzt bräuchte ich einmal einen Survival-Check als Gruppenprüfung von euch, bitte. Das bedeutet, dass mehr Leute die Prüfung bestehen müssen, als verkacken müssen. Das heißt, wir müssen es jetzt alle, ne? Na, einer darf verhauen. Oh, okay. Ja. Jo. Jo. Nur noch Nicoli und der darf sogar verkacken. Das ist ein Vorteil, weil das deine Erzfeinde sind, Julia. Ach. 14, habe ich das geschafft? Ich meine, du hast eh eine 19. Ja, aber. Es ist egal, ihr könnt die Spuren weiter verfolgen. Ihr findet sie wieder nach einer Zeit. Ihr findet so ganz zugewehte Spuren und folgt denen und ihr seid fast an Kelvins Kern, als ihr plötzlich in der Ferne ein Bollwerk erkennt. Dort scheint irgendeine Festung in den Fels eingelassen zu sein. Und ich gebe euch mal eine Karte, wenn sie denn dann aufgeht. Ja, sie geht auf. Ich
Ach, so klein ist das. Guck an. Es ist ja erstmal nur wichtig, dass ihr erstmal das Ding seht und dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wie groß das ist, ne? Ist jemand aufgemacht? Ja, ja, ich teile sie gleich. Moment. Wollt euch erst an die richtige Stelle ziehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir sind in der Nähe von Kelvins Cairn. Genau, und dort ist in die Felswand, in den Fels ist im Prinzip eine Festung eingebaut. Also da ist halt so eine Festung, die halt da drin ist. Es steht, was ist? Vorne rechts steht ein Wachturm und ihr seht, dass diese Festung sich auf einer Klippe befindet oder teilweise auf einer Klippe, auf einer erhöhten und ein Weg führt halt diesen Hügel hinauf, glaube ich. Warte mal. Ja, er führt hinauf. Und dieses kleine, genau, ihr seid da unten auf dem Weg quasi. Da habe ich euch ja schon. So ein Bach oder was? Genau, da fließt ein Bach runter. Der kommt aus dem Felsen, aus der Mauer da oben raus und fließt dann dort herunter. Ihr seid jetzt noch nicht ganz so weit. Ihr seid noch so, dass euch im Prinzip aus der Burg jetzt niemand sehen könnte, wenn da jetzt jemand irgendwie auf Posten wäre. Ja, und so fließt dieser rauschende Bach da herunter. Ist keine verlassene Burg. Ihr oder? Seht hinter den Schießscharten, ihr seht da kein Licht. Es könnte verlassen sein, aber ihr wisst es nicht genau. Aber die Dürgerspur führt hier hin. Ihr seid auch noch an einen Punkt gekommen, an dem diese Dürgerspur auf andere Spuren getroffen sind. Also ihr wart an einer Stelle, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, da waren plötzlich große Spuren, die Julia kann man Check of Survival würfeln. Auf jeden Fall war da auch die Spur eines Schlittens zu sehen. Im Vorteil oder? Also die scheinen den Schlitten geparkt zu haben. Nee, ich glaube nicht im Vorteil. Die andere Spur, die da war, das waren größere Füße und die scheinen von einem Oger gewesen zu sein. Stinkende Oger. Wir müssen vorsichtig sein. Mhm. Wir sind das letzte Mal so gerade eben noch mit dem Leben davon gekommen. Und da es dort keine Hundefußspuren gab, denkt ihr wahrscheinlich, dass der Oger vielleicht den Schlitten gezogen hat. Die Spuren selber, sehen die denn aus, als hätte es dann da einen Kampf gegeben, oder? Nö. Okay. Ihr vermutet mal, dass der da gewartet hat auf die und dass sie dann mit dem Schlitten halt zurückgefahren sind. Tauschgeschäfte mit einem Oger. Wie gesagt, rechts, da steht so ein hoher Turm, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, wahrscheinlich, ne? So ein Wachturm und dahinter ist halt so ein, quasi so ein Gang, wo man durch könnte, Und am Ende des Weges ist so ein Tor wahrscheinlich. Ne? Das ist genau, am Ende des Weges, Tor. Diese zwei weißen Balken, ist ein großes Tor. Kyralon, könnt ihr euch auch in ein Tier verwandeln? Nein. Also, ich würde nämlich auch sagen, wir sollten auf jeden Fall irgendwie erstmal versuchen, ungesehen zu bleiben. Ja. Das macht Sinn, ja, auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwie noch einen anderen Zugang, also so, dass wir irgendwie von der Seite irgendwie hochkommen könnten oder irgendwie sowas? Ihr könntet halt diese Wände im Prinzip hochklettern. Die sind, glaube ich, jeweils 10 Fuß Unterschiede. Also diese, ne, da sind ja immer so diese Linien. Das sind im Prinzip so Stufen, die hochführen und die sind immer mit 10 Fuß Unterschied. Ihr seid jetzt im Prinzip auf minus 40 Fuß da ganz unten drauf. Die nächste wäre 10 Fuß höher. 10 Fuß sind ungefähr 3 Meter, ne? Ja. Also die nächste Ebene ist wieder 3 Meter höher. Und der Weg nach geradeaus überbrückt diese Distanz halt über eine Steigung. Das heißt, wenn wir jetzt rechts, sag ich jetzt mal, hochklettern würden, wäre man nicht direkt so zu sehen, als wenn wir jetzt geradewegs den Weg gehen. Also ihr seht halt, dass dieser Turm halt im Schießscharten
auf den Weg gerichtet hat, ne? Mhm. Sind denn da irgendwelche Runen oder Schriftzeichen auf den Toren zu sehen, dass das hier als Dürgerfestung markiert ist? Oder ist das eigentlich eine Zwergenfestung, die vielleicht nur von denen übernommen wurde oder sowas? Aus eurer Position kannst du das ehrlich gesagt nichts ausmachen. Aber der Führer von der Expeditionsgeschichte hat uns ja auf der Minimap markiert, wo die Zwerge ihren Stützpunkt hatten. Ja. Und wenn die Julia das sich die Karte anguckt, könnte das hier nein, sein? Nein, nein, das ist nicht. Das ist ja die okay. Zwergenfestung des Battlehammer Clans. Also der Heldenhammers quasi. Wo Bruino auch herkam. Also ich wäre dafür jetzt hier nach rechts die Stallwände hoch und uns dann vielleicht ja unterhalb des Turms oder sowas entlang zu im Schatten sozusagen des Turms irgendwie näher ausspähen erstmal anzuschleichen. Sehen wir von hier, ob der Turm auch einen separaten Eingang hat? Das könnt ihr von da aus nicht erkennen. Da ist keine Tür, die ihr jetzt seht oder sowas. Ihr seht halt wirklich nur diesen hohen Turm. Und ich kann euch auch mal sagen, wahrscheinlich wie hoch der ist, denke ich mal. Der ist nur ein Steinbunker. Der ist 1,50 Meter hoch. Die rauen Kanten seiner Konstruktion deuten darauf hin, dass er aus einem einzigen Stück Stein geschnitten wurde. Mhm. Also quasi so ein Bunker, 1,50 hoch, der dann da mittendrin steht. Aber von da aus ist quasi was auf den Weg gerichtet. Da, also da sind Schießscharten jetzt, yeah, die runter in dieses Tal quasi. Okay. Schauen, womit man den Zugang überblicken kann. Mhm. Ja, wir gehen hin und handeln. Verhandeln. Ja, aber wir können doch erstmal ausspähen. Und dann können wir ja immer noch überlegen. Man sollte ja erstmal wissen, wer da überhaupt drin ist. Wohl die Zwerge sein. Ich meine, wenn wir jetzt halt da ausspähen und werden erwischt, dann wird sich eine Konfrontation fast nicht mehr vermeiden lassen. Also und wenn, naja, hier ein bisschen argwöhnisch zu sein, denke ich, ist durchaus angebracht. Und wenn ihr euch als ein Ogre verwandelt, Kyrala? Kann ich. Auch nicht. Okay. Kannst du dich nur in menschliche Wesen verwandeln? Ja. Schade. Also auch kein Bürger. Doch, wahrscheinlich schon, oder? Jürgen müsste. Warte mal einen Moment, nicht lesen. Ein Humanoide, jedenfalls. Ist ein Ogre nicht humanoid? So. Ein Fuß größer oder kleiner geht nur. Also. Ich könnte mich jetzt auch nicht in Gnome oder sowas verwandeln. Mhm. Kannst du nochmal, also diese Anhöhen, Micha? Ja. Ist das wirklich dann so steil und geht dann so ein bisschen, also wie? So Terrassen, oder? So Terrassen-mäßig? Ja, genau. Da gehen immer so Terrassen hoch. Das würde aber halt auch bedeuten, wenn wir uns ganz unten, ganz am Rand bewegen würden, sind wir eigentlich nicht zu sehen, oder? Doch, also das ist zu sehen. Das schon. Dann ist das aber sehr risikobehaftet. Ist es so oder so? Hm? Wir könnten höchstens irgendwas auf den Weg vor uns schicken, jagen, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und bleiben. Aber was ist, wenn man so tut, als wäre man Händler und klopft da an und will irgendwas, will Handel treiben? Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen? Genau, in einem super verlassenen nördlichen Teil von, wo sind wir denn? In Faerûn? Das ist Rosen selten. Wollte gerade sagen. Kommen wir einfach mal so vorbei. Oh. Eine Festung. Klopfen wir doch mal an und verkaufen ein paar Sachen. Ich meine, kann man natürlich ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie... meine Art ist ja eher die, wir bleiben im Verborgenen und gucken erstmal, als mit dem
Hammer irgendwie drauf zu kloppen. Ja, aber Tia möchte die wahrscheinlich eh alle komplett auslöschen da, oder? Ausräuchern. Aber dann sollte einer, der beste Schleicher, was Lotte, was du hier bist, sollte dann auskundschaften. Du bist ja unser Kundschafter. Das ist, glaube ich, ungeschickt, wenn wir da alle uns anschleichen. Das finde ich nicht. Da muss nur einen irgendwie der muss da auf den Stock. Knackst der Stock oder was? Dann alle im Schnee. Das ist riskant. Aber man kann ausrutschen und hinfallen. Aber es tat da schon nicht ganz unrecht. Das heißt, ich sollte mal hochklettern und mir das da mal anschauen, was es da so gibt. Und dann kommst du zurück und berichtet uns, was du gesehen hast. Du kannst mal durch die Schießscharte spinksen. Kann wer Ziegengeräusche nachahmen? Ich bestimmt. Ich bin gut in Animal Handling. Oder halt so Böcke, die da auch auf Kelvins Kern ja gesehen haben. Achso, damit die Ziegen antworten oder was? Ah ja, ach, du Scheiße. Und unter, oder vielleicht der Ogre, der da wache sitzt, sich denkt, oh, endlich wieder was zu essen. Lecker. Und rausgelaufen. Also momentan seid ihr noch gar nicht in der Nähe. Ne? Ich habe euch jetzt wirklich nur dahin gezogen. Ihr seid noch viel weiter vorne im Prinzip. Die Festung ist wirklich noch von der Weite zu sehen, dass euch jetzt erstmal niemand sehen kann. Dann nicht, dass nachher heißt, hey, du hast mich einfach hingezogen, bin ja gleich dahin gegangen. Also ich kann mich gerne mal auf den Weg machen und mal ein bisschen versuchen, unentdeckt zu bleiben und das auszukundschaften. Das würde ich begrüßen. Gut. Ja, sollen wir es so machen? Ja, schau zumindest mal zum Wachturm. Ja. Ja, mache ich dann mal. Also ich guck mal, dass ich vielleicht schon da, wo wir sind, dass ich da irgendwie die Steigung irgendwie auf mich nehme, dass ich nicht erst unter dem Turm irgendwie da hoch. Also dass du quasi von der Seite aus kommst. Genau, ich würde von der Seite von aus. Von hier. Genau. Und dann möglichst so, dass ich das Gefühl habe, die können mich halt nicht sehen. Also ja, das bekommst du auch hin und du siehst halt auch, dass dort keine Schießscharten sind an der Seite. Ja. Nachdem du die Steigung hochgeklettert bist, kommst du halt oben an und dir fällt auf, dass dort keine Schießscharten sind und läufst halt hier weiter und du merkst, dass hier zwischen dieser Schlucht, also weil du ja siehst, dass da nirgendwo Schießscharten sind, bewegst du dich vorsichtig weiter, siehst du, dass da im Prinzip auch nichts überwacht wird. Okay, gibt's denn da irgendwie einen Eingang in diesen Bunker? Da ist kein Eingang zu sehen, nee. Und wie hoch ist das von dem Punkt, wo ich jetzt stehe, wie hoch ist der Bunker? Der ist 1,50 Meter. 1,50. Ja. Das heißt, dass ich kann. Also wahrscheinlich ist der auch ein Stück noch in der Erde eingelassen. Ja, ja, genau. Das heißt, ich könnte da theoretisch draufklettern und da drauf stehen, so. Das könntest du machen, ja. Mach ich nicht, aber ich guck drauf. Ist da irgendwas zu sehen? Da oben irgendwie? Nee. Gut. Ist eine plane Schneefläche, die da oben drauf ist. Okay. Und sonst siehst du halt nichts. Du siehst halt, dass neben dir die Wand rechts, die ist so geschätzte 3 Meter hoch. Und ganz im Norden, ich setze dich immer eben um, dass du es besser sehen kannst, da sind halt auch so Gitterstäbe, ne, wo man rausgucken kann. Da siehst du durch die Beleuchtung jetzt, ne? Aber diese Wand ist halt 3 Meter hoch ungefähr. Das heißt, da könnte ich sogar hochklettern. Da könntest du im Prinzip hochklettern und würdest dann oben an diesen Gitterstäben rauskommen, ja. Wobei die Wand sehr glatt ist, also da müsstest du dann einen Check machen. Gibt's nicht Klettern? Wo willst du denn jetzt überhaupt hoch? Da, wo ich stehe. Hier doch, kannst du nicht hochklettern. Nee, da kannst du nicht hochklettern. Da ist wirklich die Felswand, die hochgeht. Die eigentliche Festung, die fängt dann hier im Prinzip an. Hier ist das ja, erste. Ja, ich wollte eigentlich da die Felswand hoch. Also quasi hier hoch. Ja, und dann? Von da gucken. Vielleicht kann ich in die Festung reingucken. Vielleicht ist da ein Innenhof und ich kann von da aus gucken oder was weiß ich denn.
Da ist ein Berg, den du gerade hier hochkletterst an der Seite. Aber es sieht doch so aus, als wäre da ein Plateau. Da ist aber kein Plateau, da ist ein Berg. Das ist nur grafisch nicht anders darstellbar. Ach so. Ja, dann kletter ich. Also hier geht ein Berg. Hier ist dann die Festung. Die ist aber auch im Berg eingelassen. Ja? Also wahrscheinlich gibt es gar keine Möglichkeit, auf irgendeinen Innenhof zu gucken. Nein. Ne? Es ist in der Bergwand drin. Genau. Also da kannst du nicht über eine Mauer spinksen. Okay. Und du hattest ja gesagt, dieser hier in diesem Bunker seien diese Schießscharten. Die waren hier auf der Seite nur, ne? Dass du so zwischen zwei Schießscharten bist, dass du nicht zu sehen bist und dann mal so vorsichtig mal so durchluchsen. Ich dachte, ich komme von der Seite mal und horche, ob ich irgendwas hören kann, ob sich da irgendwie, also... Also quasi von hier. Genau, dass ich mich mal an so eine Schießscharte irgendwie heranpirsche. Ja. Und mal horche, ob sich da was bewegt, ob da jemand ist. Dann mach mal einen Wurf auf Horchen. Oder auf Perception. Dreizehn. Du hörst erst nichts und als du es schon aufgeben willst wegen dem lauten Wind, der da vorherrscht, hörst du plötzlich Schritte. Schritte? In dem Raum, ja. Wie hören sich diese Schritte an? Langsam, schwer, klein, ruhig. Nee, ruhige, schwere Schritte. Klingt das nach einem Paar Füße oder? Das, du würdest schätzen, dass da nur eine Gestalt drin ist. Ich würde mich mal so nah an eine Schießscharte heran schleichen, dass ich mal einen Blick riskieren würde, einen vorsichtigen. Ja, so mach mal einen Stealth-Wurf. Du schleichst dich dahin und schaust kurz durch dieses Bullauge, kurz aber vorsichtig, und du siehst, wie ein Dürger, warte, ich positioniere den mal eben, den siehst du noch nicht, ne? Nee. Jetzt aber, ne? Ja. Wie ein Dürger hier gerade zu der Seite geht und hier einmal so rausspingst. Okay. Ja, so, siehst du den jetzt? Ja. Da. Ich kann ihn auch sehen, ja. Also ich würde dann... Aber seht ihr den jetzt auch im Dunkeln? Ja. Okay. Ich sehe den immer noch. Ja, also dann würde ich mich auf jeden Fall da wieder so zurückziehen, dass er mich nicht sehen kann. Ich weiß jetzt, okay, er existiert. Ja. Dann vorne zu den, also da. Ach Mann. So und so. Also eher in die Richtung nochmal. Sodass ich dann, also da sind diese, sind so Gitterstäbe, da könnt ihr genau durchgucken, sozusagen. Da könntest du durchgucken, ja. Ja, würde ich dann, also ich würde ich auch mich einmal ranschleichen, einmal gucken, was ich so sehen kann. Musst aber hochklettern, ne? Ja, krieg ich hin. Dann mach eine Kletterprobe. 3 Meter. Was? Acrobatics? Ja. Das sieht gut aus. Und du kletterst halt an der Wand hoch. Mach auch nochmal eine Stealth-Probe, bitte. Mann, ey. Aber ich kann mich ja voll gut verstecken in der Bonus. Dann würde ich mich, ich merke irgendwie, ich habe irgendwie einen lauten Tritt gemacht. Das war der berühmte Ast, oder so, auf den man getreten ist. Ja, du kommst irgendwie, als du da hochkletterst, kommst du mit deinem Kletterwerkzeug oder mit einem Metallgegenstand da oben gegen diese Eisenstangen, und dabei macht es einen Klink und du hörst plötzlich von drinnen
einen, ja, irgendeine Sprache, die du nicht kennst. Und die sagt, Urkan, Arjnanyazak. Und es kommen Schritte zu diesen Gittern, die jetzt da rausgucken. Du hörst Schritte, die hin und her gehen. Aber nachdem er nicht sieht, scheint er wieder umzudrehen und wieder wegzugehen. Ich denke mir nur, gerade mal noch gut gegangen. Ja, kann ich, dann würde ich mal einen Blick riskieren, was ich sehen kann. Du guckst oben durch dieses, durch diese Gitterstäbe, ziehst dich so hoch und dein Blick wandert schnell da rein und du siehst einen fast leeren Raum. Schnee hat sich in die Ecken dieses Raums verzogen und Frost bedeckt die Steinwände. Drei vergitterte Öffnungen, von denen du durch eine gerade schaust, geben den Blick auf das schneebedeckte Gelände außerhalb der Festung frei. Du siehst halt an der linken Seite eine große Tür und rechts scheint eine Treppe irgendwo hinzuführen. Da ist der Dürger gerade hin verschwunden. Die Eisenstangen sind in einem Abstand von 6 Zoll voneinander ins Mauerwerk eingelassen und von 3 1,50 Meter hohen Rechteck, also das sind drei Öffnungen, die jeweils 1,50 breit sind. Kann eigentlich gar nicht hinkommen, müssten 3 Meter sein. Ja. Gut. Und so hängst du dort an dieser kalten Wand. Ja, dann lasse ich mich natürlich wieder runter. Also ich. Wie das heißt, also ich könnte da. Nee, egal. Okay, da kann man auf jeden Fall auch nicht rein. Dann würde ich mich da auf jeden Fall wieder runterlassen. Aber du siehst halt, dass dieser Weg, den du gegangen bist, bis dahin sehr, sehr sicher ist. Also da scheint dich bis jetzt niemand gesehen zu haben. Du siehst, dass auf der anderen Seite irgendwie auch noch so ein paar Gitterstäbe sind im Mauerwerk. Aber du hältst so ein bisschen kurz ein und schaust darüber und siehst hinter diesen Gitterstäben halt keine Bewegung. Okay. Das ist eigentlich der Fluss ist auf jeden Fall mit fließendem Wasser, ne? Da ist fließendes Wasser, genau. Das ist halt so ein Bach, der ungefähr 1,50 Meter breit ist und der fließt aus dieser Mauer heraus. Das ist halt tatsächlich irgendwie auch so ein kleiner Tunnel, wo man halt reinkriechen könnte und da fließt er heraus. Ja, das interessiert mich jetzt, wenn ich von dort aus gucke, wie groß ist die Öffnung des Flusses? Boah, die ist so 1 Meter hoch. Boah, aber dann nass zu werden, ist, glaube ich, auch recht der Tod. Ja gut. Wobei dir das eigentlich relativ egal ist, ne? Ja, ich weiß. Wie ist das mit der Tür, mit dieser doppelflügigen Tür? Kann ich die von dort auch schon sehen? Die siehst du, ja. Sieht die irgendwie bewacht aus? Oder? Nee, da scheint keine Wache zu sein. Das ist halt eine große doppelflügige Tür aus Holz und die hat halt so Reifen, also so Ringe und man kann die wohl nach außen aufziehen. Festung, das Tor nach außen? Ja. Okay. Das ist komisch. Das ist sogar gut. Das heißt, du kannst sie von außen nicht eindrücken. Ja, aber du kannst sie aufziehen. Okay. Ja, ich gehe mal einmal zu den anderen dann zurück. Also die Scharniere schleichen müssen außen sein. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich gehe ich jetzt nicht so den Weg, den ich jetzt gerade gezogen habe, sondern natürlich dahinter her und würde dann da nochmal hin und so ein bisschen berichten, was ich gesehen habe. Ja, dann besprecht euch. Also, Eingänge gibt es eigentlich nur diesen einen, diese doppelflügige Tür. Ansonsten durch diese Gitterstäbe würden wir halt nicht kommen. Also das, da ist kein Zugang. Die Schießscharten, wie groß waren die, dass man durchschießen kann? Aber da kann man nur durchschießen, da kann man definitiv nicht durchklettern. Das heißt, der einzige Weg wäre durch diese doppelflügige Tür, richtig?
Soweit ich das jetzt gesehen habe, es sei denn, wir würden durch die Quelle gehen. Vielleicht könnte man das auch irgendwie wagen. Allerdings werden wir da nass und bei den Temperaturen weiß ich nicht, ob uns das so gut tun würde. Wenn das ein kalter Fluss ist, bist du innerhalb von Minuten wahrscheinlich tot. Ja. Diese Variante würde ich nicht. Scheint ja ein warmer Fluss zu sein, sonst wäre es gefroren, oder? Kommt auf die Strömung an. Wobei bei minus 40 Grad. Ja. Ja, halt nur mal einen Finger rein. Du hältst den Finger rein. Es ist recht kalt. Es ist aber nicht am Gefrierpunkt. Also ihr denkt so, dass es so 6, 7 Grad hat. Boah, eine heiße Quelle. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, schwimmen gehen quasi. Und die Füße drin aufwärmen. Also das, weiß ich nicht, da könnte ich mir halt vorstellen, dass das irgendwie vielleicht, ja, oder ich kann das natürlich auch austesten, ob das wirklich ein Weg ist, den man mit Strömung und so weiter machen könnte, keine Ahnung. Bist du Kälte unempfindlich, oder was? Ja, gerade im Moment. Und die Stangen sind zu dick, dass man die verbiegen könnte. Wenn man stark ist und ein bisschen was in den Mauchen hat, schon, ja. Nicoli könnte die ja vielleicht auch verbiegen. Ach so. Das wäre eine Überlegung wert. Aber ich habe dort oben nur ein kleines Geräusch gemacht und schon kam einer dieser Dürger angesprintet. Das heißt, hier wird auf jeden Fall auch ganz haarscharf bewacht. Das heißt, wenn ich versuchen würde, diese Gitter aufzubiegen, würde wahrscheinlich sofort einer von den Kameraden da nachgucken. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob vielleicht, ich weiß nicht, wie lange Dürger unsichtbar bleiben können, ob das auch ein Dauerzustand sein kann, dass vielleicht auch Wachen am Tor stehen. Ich habe eine Idee. Die man nicht sehen kann. Wie wäre das? So. Hast du nicht gesagt, in dem Turm ist nur eine Wache? Ich habe nur eine gesehen. Wenn man da hingeht und vielleicht absichtlich so ein kleines Geräusch macht, wie du es gemacht hast, und wenn der rausguckt, dass man ihm schnell mit einem Dolch die Kehle durchschneidet. Nee, oder das schaffen wir ja nicht. Das sind ja nur Schießscharten. Ach, du meinst da oben an den Eisen? Ja, wo diese. Aber der hat ja gesprochen. Das heißt, er hat mit jemandem gesprochen, das heißt, sind mindestens zwei. Dann, ich verstehe die Sprache. Vielleicht muss ich da auch mal näher ran. Ja, wahrscheinlich so, ich habe ein Geräusch gehört. Schau mal nach, was da ist. Weiß ich nicht. Aber gesehen hast du nur einen, aber du vermutest, dass da, ja. Das sei, ja, denn er hat Selbstgespräche geführt, was ich nicht glaube. Ja, so sieht es aus. Oder wir gucken halt, dass wir ungesehen auf die andere Seite kommen und da sind ja auch irgendwelche Einstiege mit diesen Gitterstäben. Allerdings habe ich da auch niemanden gesehen. Da kann man aber von diesem Bunker aus ziemlich gut hingucken. Ich dachte, die Gitterstäbe wären jetzt nur an diesem Bunker, an diesem Turm. Und nee, wenn du auf die Karte guckst, da sind auch welche. Aber da habe ich auch niemanden gesehen. Das kann ja auch sein, dass dieser Teil vielleicht irgendwie gar nicht begehbar ist oder sowas von der Festung. Also steigen da ein, was man dann gar nicht irgendwie, wo man gar nicht weiter. Schleichen wir erstmal alle zum Tor. Du meinst da lang, wo ich lang geschlichen bin? Genau. Ja, also wenn ihr diesen Weg nehmt, braucht ihr auch keine Proben machen. Dann kann ich euch alle nehmen. Wir gehen jetzt den Weg einfach zum Tor, oder was? Nein, wir gehen hinter dem Bunker her, unter den Gittern her. Und da, dass wir jetzt quasi zwischen Tor und dem Fluss stehen, hätte ich gesagt. Dass wir da mal schauen. Da kann man von der Skischarte aus gucken und sehen. Vom Bunker aus. Guck mal, da siehst du das? Nein. Der Bunker geht doch nur nach vorne, die Schießscharten, nee, oder? Auch Richtung
Richtung Tor. Siehst du das nicht? Aber die Skischarten sind links und unten und eine so halb. Das stimmt. Rechts. Ah, okay. Ja, dann ist blöd. Aber ihr könntet im Prinzip bis da auf jeden Fall erstmal gehen. Da seid ihr momentan auf jeden Fall sicher. Dürger haben auf jeden Fall Dunkelsicht, das heißt, es ist kacke egal, wenn es dunkel ist, dann sehen die uns trotzdem, ne? Genau. Richtig. Schade. Wie eine Katze. Na gut. Ja. Soweit. Gut. Guck dir doch mal an, Nicoli. Kannst du die verbiegen? Ja, ich guck mir die an. Noch 3 Meter hoch. Das ist. Du würdest schätzen, dass es sehr schwer ist, aber machbar. Ja, es ist schwer, aber es ist im Bereich des Möglichen. Also du müsstest dich wahrscheinlich mit deinem ganzen Gewicht und Fuß gegen die Dings und dann halt richtig ziehen. Genau, musst nur so sicher gehen, dass da nicht gerade jemand direkt da ist. Dass es nicht auffällt. Nun, aber lohnt sich eigentlich dieser ganze Aufwand hier für was eigentlich genau? Aber ich lese gerade, es wäre höchstens möglich, es so weit aufzudrücken, dass eine kleine Kreatur durchpasst. Da ihr keine kleine Kreatur dabei habt, könnt ihr es also im Prinzip doch vergessen. Bringt das nichts. Also, wenn ich das zusammenfassen kann, bleibt eigentlich nur der Weg durch das Tor. Obwohl, dieser Bach ist doch nicht so kalt. Vielleicht kann man auch noch diesen anderen Weg 6, durch diesen Bach. 7 Grad kaltes Wasser ist schon ziemlich kalt. Ja, muss man mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Also es ist so. ich überlege jetzt gerade, es ist so. Da ist eine Festung von der Dürger und auf jeden Fall sind auch Oger da. Ja? Also uns, als wir die Dürger, wie viele waren das? 5, 6 Dürger? Die 6, haben uns fast platt gemacht. Die haben uns in kürzester Zeit haben uns auch überrascht. In dem verlassenen Gasthaus, richtig. Haben uns überrascht und von hinten attackiert, glaube ich. Ja. Ich sag nur, ich meine, in der Festung sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und ich weiß nicht, was noch alles. Lohnt sich das? Wir können auch gehen und Unterstützung oder wir melden halt einfach, dass hier eine Festung ist. Können wir auch machen. Also ich überlege halt gerade wirklich, also ich meine, wir wissen gar nicht, haben wir davon was, wenn wir die Sachen wiederfinden? Was wollen wir da genau? Also ich meine, gut, die haben da Sachen jetzt hingebracht. Ja, aber wir wissen doch, dass Dürger da eine große Sache vorbereiten, um 10 Städte anzugreifen. Ach ja. Da war was, das hatte ich verpeilt. Okay. Ja, da muss man denen das melden, dass die dann mit einer Armee dahin gehen. Eine Armee? Ja, nun. Ich habe das Gefühl, hier gibt es überhaupt keine Armee. Hier gibt es nur irgendwelche Menschen, die einfach nur Kopfvogeln. Wir könnten natürlich auch einfach warten, ob heute Nacht wieder ein 2-3-Mann-Trupp losgeschickt wird Richtung Caer Conic und diesen Trupp dann erstmal überfallen und vielleicht einen oder mehrere gefangen nehmen und ausquetschen, wie viele Dürger sind in der Festung, wie viele Oger sind in der Festung und so weiter. Das klingt gut. Das klingt hinterher. Ja, das finde ich richtig gut. Tia, wie sieht das eigentlich aus? Kann man Dürger daran hindern, dass sie sich unsichtbar machen? Kann man? Nö. Nein. Sind die unsichtbar? Wie bitte? Da würde der Plan mit dem Mehl vielleicht wieder ganz gut greifen. Finde ich wieder gut.
Haben wir jetzt Mehl dabei? Nein, das ist schlecht. Nein, vielleicht, aber reitet einer schnell zurück und holt eine Packung Mehl. Nein, also die Frage ist, wollt ihr ihn hier auflauern? Könnt ihr auch mit Schnee beschmeißen. Das schmilzt. Was hier? Wollt ihr hier auflauern oder sollen wir unseren Plan tatsächlich vielleicht durchführen, den wir vorhatten? Und ihn bei uns auflauern und sie auch dann dort gefangen. Ich würde hier in der Nähe irgendwie, wenn die da losziehen, dann müssen wir uns irgendwie hier im Gelände eine gute Position suchen, wo wir uns verstecken können. Ja, nur wenn hier einer flüchtet, ist der in 5 Minuten zu Hause. Ja. Und wenn der sich unsichtbar machen kann, können wir die Verfolgung vergessen. Ja. Also ich würde eher in Richtung 10 Städte. Erkundigen. Aber nicht in die Stadt, weil das ist zu unübersichtlich. So ein bisschen vor der Stadt. Nördlich irgendwo, woher ja, die dann immer kommen. Weil wenn wir in der Stadt sind, die können ja überall so sagen, da haben wir keine Übersicht. Aber ich würde mich auch in den Norden der Stadt und dann sieht man sie ja kommen und kann sie leichter orten. Es sei denn, sie können unsichtbar. Ja, die sind doch nicht unsichtbar, wenn sie nicht ahnen, dass sie dass man ihn auflaut. Das werden die in der Stadt. Der Stadt werden die natürliche Fähigkeit. Wie oft können die das pro Tag? Müsste ich einmal gucken, wartet mal. Aber wenn wir ein bisschen vorher auflauen, dann sehe ich doch, wenn ich wieder die Spuren sehen, die sie hinterlassen, wenn sie unsichtbar kommen. Oder? Aber da sind die ja nicht unsichtbar. Die sind in der Stadt, werden sie sich unsichtbar machen. Ich denke auch vor dem Diebstahl oder sowas. Ja. Genau. Und deswegen sollte man so kurz vor der Stadt, kurz bevor die Stadt anfängt, da irgendwie einen Ort suchen, wo man sich versteckt und den dann auflauert. Ja, finde ich gut. Eine Stunde können die sich unsichtbar machen. Okay, dann müssten sie es kurz vorher machen. Vielleicht können wir sogar auch einen alten Schlitten auftreiben und ihn als, ja, für uns als Hinterhalt oder als Versteck dorthin stellen, dass sie ihn vielleicht durchsuchen nach Waren. Können die sich nur einmal pro Tag unsichtbar machen oder sind Ich denke ja. Wir könnten ein Zelt und vielleicht einen alten Schlitten oder was weiß ich nicht präparieren als Lager in der Nähe von den Ruinen, wo man sich auch gut verstecken kann. Ja. Wir könnten vielleicht mit Lampenöl schon mal den Zeltboden tränken und wenn die da reingehen, zünden wir das an und dann müssen sie brennen. Aber dann wir wollen die doch leben. Ja, einen. Das müssen ja nicht unbedingt alle leben. Einer reicht. Wenn sie alle abfackeln, ausleben. Ja. Dann warten wir auf Chinesen. Schnell löschen. Dann gehen wir zum Klebeboden und sagen, er soll hier die entsprechenden Methoden auf den Zaubern. Einmal heilen, bitte, schnell. Na gut, ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Dann lass uns den auflauern. Da noch irgendwie, dass wir die ein bisschen Da von mir aus auch so eine Schlingfalle. Kannst du sowas als Waldläuferin bauen? So eine Falle, wenn die da das Zelt untersuchen, dass im Schnee so ein Seil versteckst mit so einem... Warum denn nicht so ein Netz? Am Bein hoch. Wo die dann mit dem Kopf nach unten dann so hängen. Ja, genau. Ja, aber da sind doch gar keine Bäume. Ja, aber Türme. Ach, Türme. So alte Turmdinger. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin für Verbrennen. Verbrennen alle. Wenn nicht alle. Ja. Brauchen wir einen zum Verhören. Ja, wenn sie jede Nacht welche schicken, dann immer genau. 2, 3 verbrennen. Bis sie alle weg sind. Den letzten verwarnen. Bis dann der Oger kommt. Ich finde, wir sollten das so machen. Aber kamen die denn jetzt an dieser Ruine vorbei? Da nicht. Ja, aber wenn wir da ein kleines Feuerchen brennen lassen oder so. Was sie neugierig macht. Genau, vielleicht irgendwie einen Rucksack draußen vors Zelt hängen oder auf den Schlitten stellen oder so, dass die einfach da angefixt werden quasi, dass die nicht widerstehen können. Also, ich gebe meinen Rucksack nicht dafür her. Ja, ich schon. Wenn du deine Sachen unbedingt loswerden willst, kannst du sie auch mir geben vorher. Mach
den ja leer und stopft da alte, altes Zeug rein. Es geht ja nur ums Anlocken. Na gut. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Hast du noch einen Schluck Wein für mich? Können wir da irgendwie, weiß nicht, also irgendeine Falle, dass zumindest vielleicht einer bewegungsunfähig gemacht wird. Der muss ja nicht direkt sterben. Ja. Vielleicht kann man ja auch noch ein paar Steine wegräumen, weil da in der Ruine irgendwie eine alte Grube ist, die wir jetzt heute tagsüber so ein bisschen freilegen können. Ach so, wo die da reinstürzen oder was? Ja, wie gesagt, zumindest einer, dass der mal vielleicht bewegungsunfähig ist. Mhm, finde ich gut. Lass das machen. Gibt es irgendwelche magischen Fallen auch? Ist sowas auch möglich? Ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Nee, dann müssen wir so eine herkömmliche nehmen. Ja, aber das kann die Jude doch bestimmt, oder? Irgendwie Fallen stellen. Ich denke schon, dass ich eine Falle machen kann. Weiß vorbei. Als Freiläuferin natürlich. Also ich kann fallen, aber... Aber keine Fallen stellen. Ich kann Beinchen stellen. Theatralisch fallen. Ja gut, ja, dann lass uns doch mal da weg. Ja, sehr, sehr guter Plan. Ja, ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Das macht ja auch keinen Sinn, da reinzugehen, wenn die da alle sind. Das ist... Himmelfahrtskommando. Ja, ja, deswegen. Das ist Selbstmord. Also machen wir das so. Das ist schon gut. Ja, da wir letztes Mal bei den Zweien schon fast abgekackt sind, ne? Ja, eben deswegen. Ja, das waren aber Zauberarschlöcher. Ja, aber die können ja auch irgend so einen Vierlefanz. Ja, ja, wenn die sich schon unsichtbar machen können, dann können die vielleicht auch anderes gefüllen. Ja, du musst nur wissen, was Tickbone du bist. Das sind deine Erzfeinde. Genau, ich weiß alles. Ja, die können sich größer machen und die können sich unsichtbar machen. Ja, und wenn genau sie größer dann sind, dann machen sie dich böse, zu, das weiß ich noch. Genau, dann hauen die stärker zu. Ja. Gut, dann präpariere ich eine Falle, sodass wir einen irgendwie festsetzen können. Wo? An der Ruine. An welcher Ruine? Bei der Stadt. Ja, ich war irgendwann raus. Achso, okay. Wir haben ja diesen Plan. Bitte? Ich habe noch gesehen, also das war dein Stammbild. Du hast gechattet hier. Ich habe gechattet ein bisschen, ja, wir haben uns hier ein bisschen über eure Taktik unterhalten und so. Chat. Wir können das lesen, liebe Leute. Wie, du kannst das lesen? Mach den Chat aus. Was, ich hab das immer weg. Was, den Chat? Natürlich kann ich hier, guck ich manchmal in den Chat. Aber ich guck mir nicht aus hier. Da läster ich doch im Chat. So, da gebe ich doch wichtige Informationen an die Community raus. So, also ihr wollt, ich soll auf die Karte... Super, damit wir über mich ja lästern können. Ich soll auf die Karte von... Ach, Wu, geh doch mal ab, Mauschen. Was, jetzt hast du Schiss, oder was? Kerkonik, habt ihr gesagt, ne? Kerkonik, da suchen wir uns jetzt irgendwo so eine verschüttete Grube, wo ein bisschen Schutt vielleicht drüber liegt, wo wir was wegräumen können und dann positionieren wir da so eine Fallgrube. Ja, ihr geht zur Ruine von Kerkonik. Zurück durch die... Das kann sein, ja. Wir machen mal eine ganz kurze Pause. Ich muss mal eben meine Hündin rauslassen. Der geht's heute nicht so gut. Die kann hier kaum laufen heute. Die ist irgendwie ein bisschen krank. Und die setze ich einmal in den Garten und guck mal, ob die einmal muss. Ja, wir sind in 3 Minuten wieder da, Freunde der Nacht. Bis gleich. Ihr könnt ja so lange den Chat ein bisschen unterhalten. Ja, ich nehme mich hier zur Toilette. Was bitte machst du? Ich gehe jetzt hier die nächsten Tage nicht mehr zur Toilette. Nur Keller. Kommt da noch mal ein paar Spinnchen. Eher beine ich es wieder aus. Ja, großartig. Aber ich gehe dann doch lieber auf die Toilette. Ja, dann wieder. Wieder. Spätestens da hätten wir dann auch gemerkt, wenn sie umgezogen wäre, ohne was zu sagen. Weil man dann die... Ah ne, beim Henning ist das mal, wo man die Toilettentür so krass hört. Ja. So, wie war das? Der hat im Chat gelästert. Guck ich erstmal nach jetzt. Wahrscheinlich.
Die machen mich fertig. Ja, das ist halt, diese Kaufabenteuer sind halt immer extrem ringrodig. Gerade die D&D-Dinger. Da hast du nicht so viel Spielraum. Oder musst dir halt viel ausdenken. Was ist mit dem guten Rein und alle töten? Anscheinend ist es nicht so gefährlich. Aber nein, also das in der Hütte hat mir eigentlich gereicht, letztes Mal da. Und das waren wie viele? 3 oder 4? 6 in der Herberge. Das war schon krass. Aber da waren wir auch, glaube ich, Level. Waren wir da nicht noch Level 2? Ja, jetzt sind wir 3. Also. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe auch das Gefühl, das letzte Mal habe ich kaum getroffen. Das war halt einfach auch richtig scheiße. Ja gut, aber ich sag mal, da mit Level 2 sind wir mit 6 so gerade eben fertig geworden. Und wenn wir jetzt hier so eine ganze Festung einnehmen wollen mit Level 3. Ja, ja, deswegen. Also ich glaube auch, dass wir da mit einer anderen Strategie auf jeden Fall besser dran sind. Oder? Was hattet ihr jetzt überlegt? Auf jeden Fall. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch das Mehlelement mit reinbringen. Ja. Vielleicht hat auch noch wer ein Henning, du bist gemutet. In der Community fragen die, Skype. ob noch eine Abstimmung gemacht werden sollte, ob der Micha heute noch durchdreht oder nicht. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ja, er hat uns ja mit der Nase auf diese Spur im Norden der Stadt hinweisen müssen, weil wir das nicht hingekriegt haben. Was heißt nicht hingekriegt? Es ist, glaube ich, wirklich manchmal. Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube auch, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn du halt alle Infos hast. Hast du ein ganz anderes Bild von allem als jemand, der halt irgendwie gerade die Infos irgendwie bekommt. Der baut sich ja sein eigenes Bild auf. Ich glaube, dass man da manchmal ganz. Also so offensichtliche Dinge, dass die vielleicht gar nicht so offensichtlich den anderen gegenüber sind oder so. Ja. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Naja. Deswegen ist ja mal gut, dass man mal so einen Hinweis. Also das ist ja auch die Aufgabe eines Spielleiters, die Abenteurer dann so in die richtige Bahn zu lenken, sozusagen. Weil das gehört ja dazu, muss ja sein. Genau. Zumindest wenn du zeitnah noch irgendwo weiterkommen willst. Nein, geht auch ohne. Du kannst natürlich auch einfach laufen. So. Wir haben voll die geile Mehlexplosion gehabt. Da bin ich wieder. Für Nülle. Was habt ihr vor? Ja, Ruine von Kerkonik, wie gesagt. So eine Fallgrube reparieren. Aber da müssen wir erstmal wissen, ist da was sich als Fallgrube eignet? Ist da die von den Möglichkeiten? Ihr könnt da wohl eine Fallgrube bauen, das kriegt ihr wohl hin. Ja, oder irgendwie, dass der. Ja, oder irgendeine Falle auf jeden Fall. Ja, das kriegt ihr hin, das ist kein Problem. Verschüttet wird oder so. Ja, dann bauen wir so ein fingiertes Lager. Und zwar hinter die Fallgrube, dass wenn die da hingehen wollen und gucken, was das ist, dann plöpp, fallen sie da rein. Ja. Exzellenter Plan. Das muss gelobt werden. Ich gucke, ob ich irgendwo Mehl herkriege. Du musst eine Mehlspur bis zu dem zu dieser fingierten Lager machen. Ich dachte jetzt, wenn da jemand reinfällt, dann kommt jemand schnell und macht schnell so und dann. Ihr seid so ein paar Idioten. Ich hätte so gerne etwas Blut geleckt und jetzt bauen wir hier eine Falle. Ja. Ach, das ist diese Waffe, ne? Die, du kriegst das doch noch. War das ein Schwert oder was war das nochmal? Ja. Ja. Gut, also ihr baut eine, ihr habt eine Falle gebaut. Und jetzt? Wer war kälteunempfindlich? Ich auch. Dann könntet ihr beiden euch, wenn wir euch mit irgendwelchen Fellen da bedecken und Schnee auf die Felle schütten, da direkt vor Ort sein. Mhm. Henning und ich müssen halt, oder Nicoli und ich müssen halt ein bisschen weiter weggehen und könnten dann, aber sobald ihr das Losungswort
Ich dachte schon, wir sollten Dora uns Dampfschifffahrtskapitän zum Beispiel ausruft. Was da. Nennt Dora Dampfschiffskapitän? Donau Dampfschifffahrtskapitän. Ja. Ja. Und wir dann schnell dazukommen. Der Adler ist gelandet, fände ich eigentlich noch besser. Und wo wollt ihr euch jetzt da verstecken, wenn die Donaudampfschifffahrtskapitän rufen? Wo könnt ihr euch jetzt in der Nähe verstecken, damit die euch jetzt vorher nicht sehen und ihr nicht vorher friert? Beim Sprecher im Haus oder was? Zum Beispiel, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn das in Rufweite ist, dann hätte ich ja, auch gesagt. Ja, aber hör mal, der Wind ist so laut und dann ist er so schön warm beim Sprecher und dann schläft man ein, weil man müde wird und dann hörst du keinen Donaudampfschifffahrtskapitän, wenn einer Donaudampfschifffahrtskapitän sagt, meinst du, du bist auf irgendeinem Ausflugsdampfer auf der Schwertküste da irgendwo schön in der Sonne unterwegs, in der Nähe auf dem Weg nach Kalimshan oder so. Zum Beispiel. Dampfschiffe, gibt es da überhaupt Dampfschiffe? Wahrscheinlich. Vielleicht von Drachen angetrieben oder so. Genau. Nein, aber wir wollten ja eh ein fingiertes Lager aufbauen. Was ist denn, wenn sich die beiden Herren dann da in das Zelt setzen? Ja, können wir auch machen. Ungesehen. Wir wollen halt nur nicht erfrieren. Dann sollten wir das vielleicht machen. Ich habe den Eindruck, der Herr Spielleiter ist nicht so ganz überzeugt von unserem Plan. Ich verstehe. Ich verstehe nur nicht, welche Einzelheiten ihr da alle durchplant und durchexerziert und. Ja, was wollen wir denn? Micha, was möchtest du? Ja, weiß ich nicht. Ich möchte gar nichts. Einen Dürger. Reicht dir das? Und ich dann machst du das irgendwie alles. Nee, ich hab ja nur gesagt, der Henning hat mich ja gefragt. Wenn ihr das so machen möchtet, macht, was ihr möchtet. Wir holen uns Felle und legen uns ins Zelt. Ja, mein Gott, stellt euch nicht so an. Die anderen beiden verstecken sich halt darunter so Plan oder was weiß ich nicht. Und also woher was heiß trinken. Kyranon und ich, wir gehen in das Zelt rein. Genau. Ja. Nehmt euch heiß Getränke mit. Ja, genau. Schön ins Fell eingemuckelt und so weiter. Aber in voller Kampfkultur natürlich. Und die anderen verstecken sich draußen irgendwo. Jawohl. Ja. Und warum sollten jetzt die Dürger kommen? Welchen Köder legt ihr jetzt aus? Da ist ein Lager. Ich hänge über das Zelt eines der Medaillons über den Eingang. Kannst du auch ein Schild machen. Hier gibt's was zu klauen. Oder nicht den roten Knopf drücken. Auf keinen Fall den roten Knopf. Schätze, auf this Fall way. Ein Tadalin Medaillon mitnehmen. Ja. Ja, das ist doch eine gute Idee, das auszulegen. Ach, keine Ahnung. Ich weiß. Ich hänge das über den Zeltgiebel da. Okay, ein Tadalin-Amulett. Ja. Dass das vom Eingang hängt. Okay. Und die anderen, wo hast du die? Ich habe eine in der Tasche. Ich habe die anderen in einem Beutel an meinem Körper. Okay. Ja. Und so, mach mal einen Wurf auf Survival für die Falle, bitte. Julia, hau rein. Ja. Genau, die hat ja die Falle konstruiert. Aber wir helfen natürlich alle mit, ne? Wir hören auf ihre Anweisungen und so. Ja, klar. Yes! Eine 23. Professionell aus, muss ich sagen. Schlecht. Kannst du jetzt nicht mehr schlecht reden. So, was hast du denn da jetzt für eine Falle gebaut? Irgendwie so ein Draht, der sich dann spannt oder ein Loch gebuddelt oder? Eine Kombi aus allem. Also erstmal so eine Fallgrube, ne? In der Fallgrube selber. Eine Powergamer-Falle quasi. Ja. Der fällt erst in eine Falle rein, in die Dornen, wird dann mit einem Strick nach oben gerissen und baumelt dann da schön, dass du den befragen kannst quasi. Ja, genau. Kopf über und mit dem Kopf so einen Zentimeter über den Dornen baumelnd. Ja. Und dann kann ich den an diesem Seil immer hoch und runter machen. Okay. Au, au.
Nebenbei noch geteert und gefedert. Ja, oder, und gemäht. Gemäht auch. Okay, ich mache daraus mal eine Schlingfalle, die dann hochzieht, wenn da jemand reintritt, und damit ist gut. Und somit bricht die Nacht irgendwann ein und ihr sitzt da und friert und der Wind ist kalt und zieht euch durch den Nacken und überall in jede Ritze, und dadurch, dass ihr halt sitzt und euch nicht viel bewegt, wird es noch kälter, als es eh schon ist. Die Temperaturen gehen runter auf 47 Grad minus und ihr hockt da in der Kälte und wartet. Und die Nacht, die Damen frieren nicht. Die Nacht bricht ein und schreitet immer weiter fort und der Mond zieht über den Himmel. Und als ihr schon fast dachtet, das war eine scheiß Idee, hier kommt eh keiner, hört ihr plötzlich knatschende Schritte im Schnee. Tia, kannst du was sehen? Mach beide Augen auf. Wie bitte? Oh, es sind nur normale Zwerge. Das ist wahrscheinlich Torvus. Jetzt kommen da irgendwelche anderen und plumpsen in die Falle. Plötzlich hört ihr, wie irgendetwas gegen die Ruinenwände pinkelt. Hey, müssen da irgendwo sein, diese verdammten Zwerge. Jede Nacht patrouilliere ich hier, aber ich kann nirgendwo. Das ist der Bürgermeister. Und damit geht er auch wieder weiter weg. Das war der Bürgermeister. Haben wir noch mal Glück gehabt. Gut, dass der nicht in die Falle geknipst ist. Naja, was heißt gut? Wäre wahrscheinlich für alle besser gewesen. Unterhaltet ihr euch da gerade, oder was? Nein. Plötzlich hört ihr wieder Schritte. Garnaschk, ok, oknak, ayashk. Grima, katakura, grima. Was ist das da? Warum lagert da jemand in der alten Ruine? Ich habe keine Ahnung. Aber sieh mal, da hängt irgendetwas ans Zelt. Was haben die da rangemacht? Ist das Chadalin? Ich weiß es nicht. Vermutlich. Das wird. Nach wie vielen hört sich das denn an? Nach zwei. Das wird Nilda erfreuen, wenn es wirklich Chadalin ist. Ja, lass uns versuchen, das mitzubringen. Und so hört ihr plötzlich Schritte und mit einem schnappt die Falle zu und der Dürger fängt plötzlich an zu schreien. Ja, ausschwärmen. Dann auch rausspringen und derjenige, der nicht in der Falle ist, der wird kurz und klein gemacht. Ja, ich ziehe mein magisches Laberschwert. Ihr stürmt heraus und ihr seht halt, der eine Dürger, der Brojik oder Broik, der hängt fest auf jeden Fall. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich kann mal gefesselt rein. Und der andere guckt jetzt hin und her, was er jetzt am besten machen muss. Und dann zieht er seine Waffe und geht halt auf euch los. Aber er ist noch nicht dran. Lorca ist als erstes an der Reihe. Wollte gerade sagen. Nikoli, es gibt eine Neuerung. Du kannst zum Beispiel jetzt im Combat Tracker, hast du den Combat Tracker auf? Was ist jetzt ein Combat Tracker? Oben auf die Waffen klicken. Oben rechts. Die zwei Schwerter, oben rechts. Am Bildschirm, nicht auf deinem Charakterbogen. Ach, ich guck wieder mal von, ja, okay. Ja, Combat Tracker.
Dann geht der Combat-Checker auf und dann kannst du Steuerung drücken und dann auf Urtilt und dann hast du den im Ziel drin. Dann wird automatisch gegen seine Rüstklasse gewürfelt und automatisch der Schaden von seinen Punkten abgezogen. Mit Steuerung? Steuerung und dann auf das Bild von Urtilt. Das müsste eigentlich gehen, denke ich mal. Urtilt. Geht das? Kann das mal einer probieren von euch, weil wir jetzt keine Tokens haben? Urtilt oder was? Was denn? Genau. Targets, Urtilt. Oh, jetzt habe ich aber alle drin. So, ich nehme jetzt alle drin. Nee, da passiert jetzt nichts. Dann machen wir es anders. Nee, ging doch. Er war doch gerade bei Nicoli drin, oder nicht? So, alles gut, hast du drin. Schon gut. So, gut. Dann Lorca Graurock darf anfangen. Ich würde dann auf wahrscheinlich den Urtilt, ne? Das ist der, der nicht gefangen ist, ne? Genau. Dann nehme ich mir den Wassersteuerung. Und auf sein Dings klicken. Rechtsklick? Linksklick, ganz normal. Okay, genau. Auf Urtilt würde ich einen hinterhältigen Angriff machen. Das heißt, weil ich ja, ich bin doch wahrscheinlich im Vorteil, oder? Warum hinterhältiger Angriff? Warum bist du im Vorteil? Ja, weil der nicht weiß, dass ich da bin und weil ich den aus dem Hinterhalt angreife. Ach so, ja gut, Überraschungsrunde kannst du machen, ja. Oder? Ja. Ist durch Assassination im Vorteil? Weil der noch nicht gehandelt hat? Das kann sein. Mach einfach, ist okay. Ja, ich hab das hier nicht stehen, hab ich das nicht irgendwo? Ich mach doch einfach, ist doch gut. Lass uns doch jetzt nicht 15 also Minuten drüber reden, ob im Vorteil oder nicht. Ich hab doch gesagt, Würfel im Vorteil. Okay, mit meinem Rapier geht's dem jetzt. Mit einer 19 triffst du ihn, dann kannst du Schaden würfeln. Yes, und dann darf ich eben durch meinen hinterhältigen Angriff einen W6 Schaden zusätzlich machen. Mach das. Nein. 2 W6 Schaden darfst du zusätzlich machen. Oh, ich hasse es so. Moment, das ist mein normaler Schaden und jetzt kommt noch. Wie war das? Ach, scheißegal. Komm, ich hau hier 2. Und. Okay, die 6 hat er automatisch genommen. 8 gibt's dazu noch. Ach so, pardon, ja. 14. Okay. Gut, dann ist als nächstes. Warte mal, ich muss mal eben den Drachen setzen hier. Dann ist als nächstes Kyrollon an der Reihe. Was für ein Drachen? Alles gut. ein Drachen ist auch noch da. Drachen. Achso, ich kann euch doch hier den Game-Encounter mit reinnehmen. Dann seht ihr auch, wie viel Trefferpunkte die haben und so weiter und so fort. Was ist das denn jetzt? Achso. Ja. Ich würde... Ich schieße mit der Armbrust. Ja, du schießt mit der Armbrust... trifft nicht. Warum seid ihr denn an einer anderen Stelle jetzt hier bei mir offen? Ach so, weil ich die... doof. Hab ich vergessen umzuändern. Ja, ist egal. Gut, machen wir ohne Encounter. So, du triffst nicht. Okay, triffst vorbei. Alles klar. Und dann sind wir bei Tia angelangt. Ja, ich würde tatsächlich mit gezücktem Schwert zu dem Gefangenen gehen. Ich habe nämlich Angst, dass er sich da wieder losschneidet, wenn er da jetzt einfach frei baumelt. Bewachst du ihn, oder was? Ich bewache ihn und ich kann ja auch seine Sprache sprechen. Ich setze ihm das Schwert an die Kehle. Ja. Und fange an, ihn auszufragen. Okay, das kannst du dann in der nächsten Runde machen. Broik kann damit dann nichts machen, weil er gefesselt ist und Nicoli Dulac ist an der Reihe. Ja, Nicoli Dulac holt aus mit seinem Schwert und schlägt zu. Du schlägst tatsächlich daneben und bei Tia, dein Schwert beschwert sich, ne? Was machst du hier? Wir wollen kämpfen und nicht hier dumm rumstehen und ihm das Messer schneid ihm die Kehle endlich durch. Los, mach schon! Und damit ist Urtilt an der Reihe und Urtilt
der fühlt sich halt arg bedroht durch die gute Lorca und nimmt die auf jeden Fall ins Ziel. Und macht er gar nicht. Also er nimmt dich hier auf jeden Fall ins Ziel. Er wächst aber auf seine doppelte Größe auf jeden Fall erstmal an. Und damit seid ihr wieder an der Reihe Lorca. Ist er dann so groß wie wir oder ist er dann größer? Der ist ungefähr so groß wie ihr dann. Ja, Moment. Ja, dann beginne ich den jetzt einfach zu attackieren. Nicht. Schade. Okay, der nächste ist dran. Kyralon. Warum habe ich überhaupt keinen Kampfsound hier an? Das ist ich ja langweilig. Du schießt nochmal, dann schieß ja. Nochmal. Ich will nicht so viel Aufsehen erregen jetzt, dass der Dings da geweckt wird oder so. Alter, ich hab, war das schon eigentlich eine 15 gewesen? Ja. Verdammt nochmal. Ja. Hast du daneben gehauen? Jo, daneben geschossen. Aber ich jetzt, ich gleich. Dann bist du jetzt dran. Meine einer. Nee, wir machen Tia alle. Oder? Ja, Tia ist an der Reihe. Ja. Ja, also mit gezücktem Schwert an seiner Kehle frage ich ihn, wie viele kommen noch? Was meinst du damit, wie viele kommen noch? Wie viele von euren Abgesandten kommen jetzt hier noch? Jetzt und heute Abend? Keiner mehr, wir sind die Einzigen. Und wo wolltet ihr hin? Und damit sind auch die 6 Sekunden schon wieder um. Und Broik ist an der Reihe, der aber nichts machen kann, weil du ihn gerade interviewst. Nicolas Dulac. Ja, Nicolas hatte den ersten Schlag versemmelt, holt nochmal aus und diesmal haut er wieder daneben. Er haut schon wieder daneben. In diesem Spiel, in diesem Dungeons & Dragons kann ich überhaupt nicht kämpfen. Bei so, Urtilt gibt jetzt Gas. Urtilt haut jetzt mit ihrem Hammer, also die hat so eine Kriegspicke und damit geht sie jetzt auf Lorca los. Mit einer 11, das dürfte nicht treffen. Okay, dann ist auf jeden Fall Lorca wieder an der Reihe. Wir hauen alle daneben. Ich stelle mir da gerade diesen Kampf vor, wie lustig der aussieht. Wir alle nur Löcher in die Luft schlagen. Der gewürfelte 1. Oh, du strauchelst, fällst auf dein Knie und Urtilt nutzt die Chance, um dich zu treffen. Was ist seine Rüstklasse minus Geschicklichkeitsmodifikator? Ist Dexterity, ne? Ja. 11, dann trifft er dich mit dem Hammer und verursacht 11 Schadenspunkte, die du nicht notieren musst, hat er automatisch gemacht. Dann ist Kyralon an der Reihe. Ich steck die Dings jetzt weg, falls mir auf den Sack geht und baller dem einen Eldritch Blast vor die vor den Lampen. Die grüne Flamme deines Eldritch Blasts trennt sich von deinen Händen ab und schlägt in den Dürger ein. Und du... Hat er Damage gewürfelt? Ja, aber irgendwie kommt kein Ergebnis dahinter. Und schlägt ein und der Dürger geht zu Boden, strauchelt und liegt im Sterben. Sehr gut, dann kriege ich jetzt... Stufe 3 kriege ich 6 temporäre Trefferpunkte. Das habe ich letztes Mal nicht komplett vergessen. Tia, du bist an der Reihe. Ja. Wo wolltet ihr hin? Was soll das heißen? Wo wolltet ihr hin? Was wolltet ihr heute stehlen? Was wolltet ihr heute stehlen? Wir sind. Das sag ich euch nicht. Ich setz das Messer noch fester an die Kehle. So dass es ein bisschen ritzt. Nehmt das Messer weg, es ist unbequem. Dann sprecht.
Was soll ich euch sagen? Also, was Leben wir wollten... In der Festung, meine Güte. Was? Wie viele leben in eurer Festung? In unserer Festung? Zahlreiche. Genauer. Ihr habt keine Chance gegen sie. Genauer. 25 Dürger warten dort, groß gerüstet auf euch. Und was ist euer Plan? Inside-Check. Scheiße. Der lügt. 5, 1, 20 große, hast du gesagt, oder was? Ja, ich kann dich nichts vormachen. Ja, wir sind 5. Jetzt noch 4. Warum stehlt ihr die ganzen Sachen? Was wollt ihr damit? Und wer... Achso, nee, ich weiß, den Namen habe ich nicht gehört, weil ich die Sprache nicht spreche. Wie heißt euer Anführer? Wir suchen nach Chardalin für Nilda. Was will sie damit? Wer braucht es für seinen Vater? Was will der damit? Er baut etwas daraus. Was? Er ist besessen von Chardalin und er wird einen Drachen daraus schmieden. Der Tod wird euch auf Drachenschwingen ereilen. Ist das der geplante Angriff auf 10 Städte? In 10 Städte wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Wo wird dieser Drachen geschmiedet? In einer Festung. In dieser Festung? Nein, diese Festung werdet ihr niemals finden. Messer. Weil sie am Rand des Dings ist, oder? Wie hieß das, wo wir da hin sollten? Hat uns doch die Oma gesagt. Ach so. Ach Gott. Ein Herz eines roten Drachen, ne? Mhm. Xardorok Sunblight sitzt in Festung, ein Herz eines roten Drachen. Ist es das gewesen? Ja. Also das hatte uns die alte Hayseel gesagt, ne? Genau, irgendwas war mit Rand der Blablabla. Da müssen wir hingehen. Grat der Welt. Grat der Welt war es, nicht Rand. Ach, das ist der Bergzug, der da ist, ne? Die Gebirgskette. Grat der Welt, ja. Spine of the World, ne? Nikoli, meint ihr... Wir sollten Torvus das Urteil sprechen lassen, oder macht ihr das? Ich kann das machen. Ihr könnt natürlich auch, ich glaube, Tia brennt darauf, diesen... Ich glaube doch nicht, dass ich den am Leben lasse. Vielleicht sollten wir vorher noch mal gucken, was wir aus ihm rauskriegen. Ja. Das heißt, aber also die Frage ist, versteht der, wenn wir untereinander sprechen, versteht der, was wir sagen? Kann der unsere Sprache sprechen? Kann ja mit Sicherheit kommen. Ja. Wir sprechen ja. meine Zunge. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden gerade? Die suchen Chardalin? Ja, die suchen dieses schwarze Gestein. Aber warum haben die denn die Ziegen Ja, wahrscheinlich zum Essen oder zur Nahrungsaufnahme, nehme ich mal an. Warum habt ihr diese Laterne gestohlen und die Perlen und die Ziegen? Nichts davon ist Chardalin. Nun, aber man kann es essen. Und was sagen die Ziegen zur Nahrungsaufnahme? Habt ihr denn schon viel Chardalin hier in Caer Conic finden können? Es geht euch gar nichts an. Täusche dich mal nicht, mein Freund. Die Klinge meiner Gefährtin ruht auf eurer Kehle. Ich wäre etwas vorsichtig mit euren Äußerungen. Und sie dürstet nach Blut. Eben. Ich fange mal an, die andere oder den anderen, ich weiß nicht, was das war, zu durchsuchen. Ja, du durchsuchst den anderen und du findest bei ihm 10 Silbermünzen und ansonsten aber nicht wirklich etwas. Nichts von Bedeutung. Nein.
Also, spricht der irgendwie mal was? Außer geht uns nichts an, sagt er noch was? Nee, der sagt nichts mehr. Aber wenn wir ihn jetzt, wäre es nicht gut, den Stadtleuten da vorzuführen, dass sie sehen, hier ist der Verbrecher? Nein, den können wir auch Tote abliefern. Ich kann in die Gruppenkasse kein Geld reinschreiben. Was war das? 10 Silber, ne? Ich denke aber auch, dass der Kopf, der genügt doch, oder? Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir aber den Kopf, dann wird er geköpft und dann können wir nur den Kopf ab. Du, ich glaube, da kann keiner was reinschreiben. Ich glaube, das macht er automatisch. Wenn du das bei dir reinschreibst, nimmt er das automatisch in die Gruppenkasse auf. Nee, du hast ja da zwei Einträge. Du hast ja oben einen. Ach so, da. Parcel ja. Coins. Da kannst du nichts eintragen. Und das andere, das rechnet er ja unten einfach zusammen. Okay, ja, genau. Ach, guck mal, kannst du sogar teilen hier durch alle. Ich habe es jetzt durch alle geteilt. Hat jeder zwei Silberstücke gekriegt, das ist ja geil. Und zwei sind noch drin, genau. Ja, ja. Cool, passt. Cool, ja, das ist gut. Okay. Ja, gut. Ja. Also wir hätten zwei Körper abzuliefern. Okay. Ja, und wenn wir die ist aus dem jetzt nichts mehr rauszukriegen? Oder sollen wir ihn nochmal einschüchtern? Aus dem ist nichts mehr rauszukriegen. Okay, dann trenne ich ihm den Kopf ab mit dem magischen Schwert, damit es Er schmeckt nach Pilzen und Dunkelheit. Schmeckt dir das etwa? Frage und das. Wie... Nun, immerhin haben wir ein paar Informationen herausbekommen. Und jetzt wissen wir auch, dass im Grunde genommen in der Festung gar nicht so viele Dürger sind. Das heißt, wir könnten sie auch platt machen. Wenn ich meine Wunde ein wenig versorgt habe. Gut, ich denke auch, wir können jetzt ruhen und brechen morgen früh auf und brennen den Schuppen da nieder. Aber könntet ihr das mit dem Köpfen nachher machen? Das wäre gescheiter, wenn wir die Leichen erst zu dem Haus... Das war, glaube ich, tatsächlich der erste, den du damit umgebracht hast, ne? Ja. Dann sind doch jetzt nur noch drei da in der Festung, nein, oder? Ich habe den Sohn der Wirtin damit auch umgebracht. Okay. Weil dann können wir den zu dem Haus von dem Torvus ziehen, aber wenn der schon geköpft ist, dann blutet der so eklig stark und dann wird man blutverschmiert. Beim Ziehen. Oder? Du musst ihn nicht tragen, warum? Ich kann das auch machen. Du kannst es auch hinter dir herschleifen. Das Blut macht dann die Spur. Du musst ja nicht auf uns irgendwie abbluten. Ja. Das ist, wir können den Kopf auch einmal hier in den Schnee tunken. Dann friert das direkt zu unten. So, es kauterisiert da. Oder heißt das kauterisieren? Die kauterisieren ist Hitze, ne? Oder ist das bei Kälte auch so? Weiß ich nicht. Ja, man kann das einfach so nennen. Ich möchte mich auf jeden Fall nicht unbedingt da jetzt mit dem Blut besudeln. Musst du ja nicht. Kannst ja noch so von dir entfernt halten. Ich oder? Kann den auch tragen. So an den Haaren und dann so. Wir kongelarisieren das. So würde ich das nennen. Wir können ja auch, wir haben ja noch das Seil, dann binden wir beide zusammen und ziehen sie hinter uns her. Perfekt, machen wir so. Ja. Großartig. Ist der Abend schon gelohnt. Tschut, tschut, ab zu Trobus. Ihr geht mit dem Kopf oder mit der Leiche oder was? Ich habe es jetzt nicht ganz mitgekriegt. Mit zu Trovus. Ja. Beiden. Achso, wir haben den, den wir da. Wieso denn mit den Leichnamen auch? Da reicht willst du die da einfach liegen lassen? Im Grunde genommen, warum nicht? Nein, wir liefern die ab. Und ja, weil dann wilde Tiere oder was angelockt werden. Ja, und? Die brauchen auch mal was zu beißen. Ja, eben. Ja, aber dann sind die in Dorfnähe, da kommt ein Kind raus zum Spielen und wird von den wilden Tieren attackiert. Oh mein Gott, von wilden Tieren, ich von weiß, von ich würde die Leichen in diese Grube schmeißen, die als Falle diente. Die Körper da reinschmeißen. Ich wollte den Timmy abholen und der wurde heute vom Puma gefressen. Ich würde die Leichen in diese Grube tun, die als Falle diente und nur die Köpfe mitnehmen und nicht hier die ganzen Leichen mitschleppen. Ihr habt keine Grube gegraben in einer Ruine, in der der Boden 3 Meter tief gefroren ist. Nein, habt da ihr war nicht. Doch eine, ich denke, eine Grube vorhanden, oder? Lass uns doch einfach mitnehmen. Ja.
Ist doch egal. Ich bind die jetzt an das Seil und zieh die hinter mir her, wenn ihr das nicht anfassen wollt. Mir ja, und ihr kommt damit zu Trovus und Trovus guckt sich das an. Was habt ihr denn da? Warum bringt ihr hier die Lilly Einwohner um? Seid ihr bekloppt? Das sind eure Diebe. Macht doch Spaß, mein Freund. Die Diebe? Das sind Dürger. Ja. Was, und was habt ihr aus ihnen rausgekriegt? Habt ihr die Sachen wiedergefunden, die sie gestohlen haben? Nein, aber die besorgen wir vielleicht wieder. Das hört sich gut sofern an. Sofern sie noch existieren. Bis auf die Ziegen, die sind wahrscheinlich gefressen. Sofern ihr vielleicht auch ein paar Münzen springen lassen könntet für uns. In der Tat. Das ist nicht umsonst. Was ist es ihnen wert, die Dinge wieder zu beschaffen? Wir haben kein Geld mehr. Ihr könnt es höchstens tun, um den Bewohnern hier einen Gefallen zu tun. Wisst ihr, man kann in Eiswinterhalis ist es manchmal sinnvoller, etwas aus Gefälligkeit zu tun, als für stumpfes Gold. Aber gebt mir erstmal die Leichen. Und er schultert die Leichen und läuft damit hoch zur alten Ruine und schmeißt die dahin. Sollen irgendwelche Viecher, die fressen und kommen wieder zu euch runter. Hab ich doch gleich gesagt. Die toten Kinder sind nicht auf meinem Fall. Hab ich doch gleich gesagt. Nein, die müssen alle mitgeschleift werden. Mir ist gerade blöderweise in seinem Haus eine Flasche Öl und eine Zigarette runtergefallen. Tut mir total leid. Eine Ernte 23. Konnt leider. Hab mir leider die Finger verbrannt beim Anzünden, dass sie mir runtergefallen. Ja, so ist halt manchmal. Mhm. Ja, gut. Okay, dann lasst uns mal ausruhen für morgen und dann gehen wir auf Dürger Schnetzeljagd. Mhm. Ja, jein. Weil momentan wissen die noch nicht, dass wir die abgefangen und platt gemacht haben. Okay, gut. Da sind doch in der Festung noch drei übrig, richtig? Zwei würde ich auch so sehen. Also ich würde sagen, wir machen eine kurze Rast, wenn das reicht. Ja, eine kurze Rast und brechen dann auf und nutzen unseren Überraschungsmoment. Ja. Ja, da müsste ich aber mal einen dann Würfel ein. Dann regeneriere einen Trefferwürfel und dann würde ich gleich eine kurze Rast für euch einlegen. Was hast du da eigentlich gewürfelt mit 385? Das ist egal. 1D1000. Das geht euch nichts an. Wir Dürger da gleich wirklich sind. Ja, genau. Okay, ich kann rasten, ne? Willst du noch einen nehmen oder nicht? Möchtest du noch einen nehmen? Aber für zwei Punkte? Nee, ja, du hast recht, nicht. Es reicht. Okay, dann mache ich eine kurze Rast. Alles gut, aber weißt du was, der Nikoli hätte da nochmal leichte Wunder heilen sprechen können. Stimmt. Ja, dann mach das nochmal einmal. Den Zauber kannst du dir dann sparen, den kriegst du dann ja durch die Rast wieder. Oder kriegst du den? Nee, kriegst du ja nicht. Nee, dann lass. Sorry, habe ich mich vertan jetzt. Ist egal. Er ist dann ja auch weg, das ist ja Blödsinn. Okay, gut. Ja, und so macht ihr was jetzt? Ihr macht euch jetzt auf nach der kurzen Rast. Ihr kommt wieder zu Kräften und macht euch wieder auf in den tiefen Schnee und in die Dunkelheit. Zur Festung. Und als ihr zur Festung geht, seht ihr geht ihr den Spuren nach oder geht ihr den eigenen Weg? Wir kennen ja den Weg. Wir waren da ja gerade. Ja, kennen wir den Spuren, die gegangen sind. Achso, ja, falls die. Ja. Ihr geht den Spuren nach und nach einer knappen halben Stunde seht ihr eine große, dunkle Gestalt, die sich gegen den Horizont abhebt und die an einem Schlitten steht. Ach so, der wartet da. Und der wankt immer so leicht hin und her und steht dort in der Kälte. Kann er ja weiter stehen bleiben, oder? Ist ja egal. Ist uns jetzt. Können wir den einfach umgehen am besten? Wir müssen ja jetzt nicht gegen den kämpfen. Aber der ist böse, oder? Ich kann mich auch an ihn heranschleichen und ihn von hinten attackieren. Aber kriegst du den da mit einem Schnitt da platt? Nö, aber das haut ganz ordentlich rein. Ich habe nämlich gelesen, gerade noch mein Assassinate. Wenn du dann überrascht, machst du einen kritisch. Genau, ja. Ein Autokrit.
Genau. Das habe ich vorhin auch gelesen, wollte ich aber dann nicht auch noch da mit einwerfen. Any hit you score against a creature that is surprised is a critical hit. Ja, komm. Ich kann ja, sowas. Machen wir den weg. Ich bin ja, auch okay. Auf jeden Fall. Dann stellst dich mal ran. Mach ich. Wir anderen bringen uns schon mal in Position. In Sicherheit. Ja, mega. Kann man nicht irgendwie ein Reroll? Du kannst Inspiration. Du kannst mir Inspiration yeah. ausgeben. Uff, mach ich. Komm. Naja. Und das ja. Muss ich mal eben gucken. Ich denke aber, das wird reichen. Ich muss eine Praktik rein und knacken. Das aber wo steht die schon wieder? Ich vergesse immer, wo die steht. Heißt Perk, 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 aber ich habe hier kein Perk. Senses, Passive Perception, steht also sogar 8. Ach, 8, hör mal, da hätte der erste sogar gereicht. Kannst dir deine Inspiration wieder nehmen. Alles gut, nimm dir deine Inspiration wieder. Und als du dich näher annäherst, riechst du, dass der total verwest riecht und du siehst, dass von seinem Fleisch Haut abschält und den Fetzen herabhängt und dass es sich bei diesem Wesen wohl um einen Ogre-Zombie handelt. Dann ist es ja gut, dass der jetzt dann von der Erdoberfläche verschwindet. Würde ich auch sagen. Zombies kenne ich mich auch. Und genau, ich habe mich angeschlichen. Das warte, heißt, ich muss einmal bitte die Initiative würfeln. Ich bin dann jetzt in Advantage. Ja, du darfst auf jeden Fall erstmal angreifen. Boah, ziehst du den bitte in dein Ziel dann? Jetzt habe ich ihn freigeschaltet. Okay. Zombie. Okay. Und dann kannst du Gas geben. Bam. Und mit einer 21 sollte das treffen, ja, sagt er ja auch, genau. Und jetzt habe ich einen Critical Hit, ne? Ja. So, wie mache ich das? Alle Würfel werden verdoppelt. Alle Würfel, also heißt du machst 1W20, 2W6, die werden verdoppelt und der Bonus kommt dann nachher drauf. Genau. Aber was mache die, ich? Macht er das nicht automatisch? 1D6 für deine Waffe oder 1D8, ne? 1D8 plus 3. Also machst du 2D8 plus 3 plus. Du hast 2D6 Dings, also 4D6, weil der Dings wird auch verdoppelt. Der, wie heißt er? Ja, Hinterhältige. Okay, cool. Mach doch einfach 1W8, 2W6, dann verdoppeln wir, oder möchtest du doppelt würfeln? Mir ist egal. Mir ist es wurscht, kannst du aussuchen. Also ich hau jetzt muss aber vorher sagen. W8 rein, ja? Kannst du also machen, mach ja. Kannst doch einmal würfeln und dann verdoppeln. Oder du würfelst beide. Geht auch. Muss aber vorher sagen. Genau, muss halt kannst sagen. Kannst jetzt nicht eine 1 würfeln und dann sagen, ja, nee, komm, ich mache den zweiten W8 auch noch. Nein, ich möchte einzeln würfeln. Ja, dann würfel. Dann würfel doch. Number one. Ach. 1. Hey, der ist weggeflogen. Warte, der andere Achter ist irgendwo anders hin. Na, herzlichen Glückwunsch. 3. Oh, ist das bitter. So, das sind dann 6. Oh, das ist peinlich. Es kommen noch 4W6 dazu. 9. 15. Das war's dann, ne? Ne, noch 2. 4. Ach! Oh. Werden ja aber auch verdoppelt. 16. Und 21. Das ist nicht schlecht. Du schleichst dich hinter den Ogre und fängst an, deine Waffen in seinen Körper zu versenken. Und er schreit auf und brüllt und ist ganz überrascht, wer ihn da jetzt gerade angreift. Und ja, damit beginnt die normale Kampfrunde. Kyralon ist an der Reihe. Ja, dann nehme ich nochmal ins Target. Knaller. Und ich werde einen Eldritch Blast auf ihn. Mach das. Kyralon spricht einen Eldritch Blast und versinkt ihn auch in der Kreatur. Und sie bekommt weitere 10 Schadenspunkte. Der schreit auf, während diese Geschosse in ihm versinken. Und damit ist Nicoli Dulac an der Reihe. Ja, Nicoli schwingt natürlich sein Schwert und hoffentlich trifft er jetzt mal. Yeah. Reicht das? Das reicht, ja. Siehst du das nicht im Chat? Doch. Jetzt siehst du, genau. Attack 19 und dann steht da betroffen. Genau. Und jetzt Damage.
Jawohl. Oh, der ist ordentlich. 11 Punkte. Und der Oger blutet ja, aus allen Löchern. Und dann ist Tia an der Reihe. Ja, dann ziehe ich meine beiden... Zombie bluten kann, oder? Ja, Zombie muss man den Kopf stechen. Ich ziehe meine beiden Kurzschwerter. Ja, es sickert so raus quasi. Yeah. Boah, schon mit einer 24. Wenn wir eine Zombie-Apokalypse haben, möchte ich auch lieber die von The Walking und Dead. Und 4 Schadenspunkte. Und damit... Ja, genau, die schnell. Die sind was du schnell. Denn? Zwei ich Angriffe? Ja, zwei Schwerter. Du wolltest, glaube ich, gerade sagen, er ist tot, ne? Der ist nicht tot. Aber okay. Hast du denn jetzt deinen Bonus ausgeschaltet beim zweiten Wurf? Nein, brauche ich nicht, weil ich das als Skill habe. Okay, gut, ja, der Zombie wird überall verwundet und gemacht, aber er steht halt immer noch tapfer da und da Tia ihn arg erwischt hat, geht er jetzt auf sie los. Lorca ist noch dran. Ich bin dran. Entschuldigung, dann mach Lorca. Ja, Lorca wirbelt weiterhin um den Oger herum. Du bist aber jetzt auch im Vorteil eigentlich, weil ihr mit mehreren drauf rumhackt. Also auch das ist ein hinterhältiger Angriff. Achso, dann kann ich ja nochmal 2W6, ne? Ja, genau. Nee, warte mal, geht das denn überhaupt? Warte mal, ich hab den ja, hinterher... Den trage ich ein. Henning mit dir im Dings ist... Im Nahkampf. Lorca, Tia ist auch im Nahkampf. Achso, stimmt. Ist auch nicht gelaufen. So, und jetzt ist aber der Oger dran, der schon kaum noch irgendwelche Punkte hat und der versucht jetzt, pass auf, ich würfel jetzt aus, wen ich mir jetzt schnappe von euch. 1 Julia, 2 Henning, 3 Lorca, 4 wird neu gewürfelt. Die Lorca kriegt einen über die Mappe. Mit einer 19, ach, der hatte ich gar nicht im Target, aber der trifft wahrscheinlich, ne? Lorca. Ja. Target. Und der macht 13 Schaden, wird direkt eingetragen, brauchst du dich nicht drum kümmern. So, Kyralon. Alter Schwede. Du siehst, wie Lorca arg verletzt wird. Stirb endlich, du Scheiß und toter Hund. Ich dachte gerade, meinst du mich? Blast. Stirb endlich. Und dein Eldritch Blast, du bist so verwirrt und der Schnee peitscht dir ins Gesicht, dass du dich nicht richtig konzentrieren kannst und die grüne Flamme zischt an dem Oger vorbei. Nikoli. Ja, Nikoli sieht dieses und das motiviert ihn besonders und er schlägt zu. Und mit einer 19 triffst du ihn. Aber sowas von... Ha! Und du verursachst weitere 5 Schadenspunkte und ihr seht, dass er deutlich deutlich Wunden hat, aber er steht immer noch. Ich Tia. Ich schon was aus der Hundklinge. Das trifft trotzdem der Wurf so kacke ist, mein lieber Scholli, ey. 8 trifft? Ja. Oh Mann, und ich hatte eine 7, ich trottel. Und damit liegst du auf dem Boden, du bist ausgerutscht auf dem Schnee und er hat den Gelegenheitsangriff mit einer 16, trifft dich und haut. Du bist auf Lorca. Entschuldigung. Ich bin tot. Nein, du bist nicht tot, der war nicht auf dich. Die 11 kannst du dir wieder abziehen. Wie viel hat man denn gerade bei dir? 15. Die Unconscious Effekt rausnehmen. Ja, mach ich gleich. Warte. Unconscious Effekt wird rausgenommen. Der ging auf die Tia und das waren 11 Punkte. Okay, und damit ist Kyralon wieder an der Reihe. Entschuldigung. Tia ist an der Reihe. Lorca, sorry. Das heißt, ich bin jetzt auch wieder in Advantage, ja, ne? Du bist in Advantage, weil ja alle auf dem rumhacken, genau. Bei der 12 triffst du ihn. Ach ja, dachte gerade. Mein Gott, so eine Scheiße. Das heißt auch wieder hinterhältig, ne? Genau. Und damit hat es sich schon erledigt. Dein erster
Stoß geht in die Kreatur und der Oger, du triffst seinen Schädel und sein Gehirn und er sackt zusammen und fällt tot in den Schnee. Stinkiges Vieh. Trennt den Kopf ab. Hack! Ich hack glaube, entweder ist der Vater von diesem Typen, für der dieses Chandelier sammelt, Nekromant, oder der selber. Dann wissen wir auch, was für eine Art von Drachen der bauen will, vielleicht. Ja? Oh. So einen untoten, steinernen Drachen. Also mit so einer untoten Seele. Das mag es natürlich sein. Nicht ist dann cool. Irgendwas auf diesem Schlitten, an dem Oger, irgendwas, was irgendwie wichtig sein könnte, gut sein könnte, brauchbar? Du durchsuchst den Schlitten und den Oger, aber du findest dort nichts Brauchbares. Wahrscheinlich denkst du, dass sie wahrscheinlich dann halt mit der Ware, die sie gefunden haben, halt zurückkommen, aber auf dem Schlitten an sich ist jetzt nichts Brauchbares zu finden, außer ein paar Felle. Nun, Nicoli, ich weiß, ich war in der Vergangenheit nicht immer besonders freundlich zu euch, aber könntet ihr vielleicht einmal auf meine Wunde schauen? Vielleicht könnt ihr da ja selbstverständlich. Etwas... Oh, sieht böse aus. Ob ihr das überlebt, das sei mal dahingestellt. Ja, ich mach meinen... Muss ich da irgendwas würfeln oder wie war das? Ja, du gehst auf deinen Charakterbogen, auf Actions und dann müsstest du bei Cure Wounds hinten ein Kreuz haben. Da kannst du drauf drücken. Und du kannst mich noch als Target anwählen, oder? Genau, das stimmt. Du könntest die Lotte einmal als Target anwählen in dem Combat Tracker und dann kriegst du die sofort gut geschrieben. Braucht die da gar nichts machen. Das ist Henning ist weg. Hallo? Ach da. Hallo. Alles gut. Genau so. Genau. Und jetzt drückst du auf Cure Wounds. Und dann müsste die Lorca direkt. Hab ich. Hast du? Ging? Hm? Ja, 4 Punkte gut geschrieben. Richtig. Ah, schon besser. Und der Henning muss sich dann bei erster Grad einen Haken reinmachen. Das geht irgendwie noch nicht automatisch. Verstehe ich auch nicht warum. Da steht ein Haken. Den habe ich jetzt reingemacht. Achso, dann brauche ich jetzt nicht noch einen, sondern das war... Nee, jetzt nicht mehr, genau. Den habe ich jetzt reingemacht. Alles klar. Aber du kannst halt... Also sie hat immer noch 11 Schadenspunkte, ne? Und Tia auch. Wenn ich noch Tränke? Oh ja, ich glaube schon, in unserer Kasse. Ihr habt auch noch Tränke. Moment. Ihr habt noch 4 Potions of Healing. Anstoßen mitnehmen. Was ist los, Freunde, da in der Community? War euch da, sind euch die Preise für die Tränke jetzt zu teuer oder was? Heute hat keiner eingespendiert hier. So, wer möchte einen? Ich hätte gern einen. Okay. Ja, ich stoße mit Tia an. Okay, dann kriegt ihr jeder einen. Könnt ihr 2W4 plus 2 machen. 2W4 plus 2? Ja. Wie schreibe ich das nochmal hier hin? Nimm doch einfach den Vierer Würfel und dann klickst du einmal rechts, dann hast du 2 Vierer. Ja. Ah, da oben wenn du mal vorher 2, auf die ne? Plus 2 geklickt hättest, wo auch Advantage daneben steht, dann hätte das auch gemacht. Warte. Plus 2. Ich glaube, ich hätte einfach auf die Dings klicken können, oder? Auf die Potion of Healing, nee. DSG der Nieder. Jeremy Sawyer, der hat einen Heiltrank rausgehauen hier. Danke. So, 2W4. Oh. Also sechs, ich habe 6. Gut, dann gibt es einen Heiltrank wieder dazu vom Jeremy Sawyer. Dankeschön dafür. Dankeschön. Danke. Super. So. Nee, Jeremy, normalerweise, ich habe das jetzt so eingestellt, dass du jetzt eigentlich keinen mehr kaufen kannst und dass man, glaube ich, insgesamt pro Spielrunde nur jeweils 2 kaufen kann und dann ist Feierabend. Und Rerolls habe ich, glaube ich, umbenannt in Dings, in Inspiration und da könnt ihr jeweils 4 kaufen pro Sitzung. Also, dass jeder einmal Inspiration von euch bekommt quasi. Dann artet das nämlich nicht so aus. So, gut. Ich würde sagen, an der Stelle im tiefen Eis verabschieden wir uns für heute. 4 Minuten nach.
wacker gekämpft, tapfer gekämpft. Und ja, danke für alle, die zugeschaut haben auf jeden Fall. Wenn ihr es noch nicht getan habt, followt bei Twitch, abonniert den Channel, lasst einen Daumen hoch da auf jeden Fall. Für diejenigen, die es bei YouTube sehen, wir sind jede Woche Donnerstag 20.15 Uhr live bei Twitch, wenn ihr da mitschauen wollt. Und ansonsten bedanke ich mich für eure nette Runde, für den ganzen Abend. Und wir sehen uns am Sonntag wieder, diesmal ausnahmsweise. Nicht wahr, Julia? Mit Dungeon Crawl Classics. Mit Dungeon Crawl Classics, genau. Wir spielen da einen Trichter, heißt, wir gehen mit 4 Charakteren rein. Wahrscheinlich kommt nur einer raus, vielleicht müssen auch 5 oder 6 rein, wir werden sehen. Der Heuzi Chrissy spielt da, glaube ich, auch mit, ne? Den Lars haben wir am Start. Jo. Und dann spielt noch der Gelbwurstfieber mit, der Sven. Und da lasse ich mich mal überraschen, wird bestimmt ganz lustig, glaube ich. Ja, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.